Ja, es gab, wie ihr alle wisst, diese Riesenaufregung um ein dickes, ausgesprochen dröges Buch mit viel Statistik und Schaubildern. Ich weiß, wovon ich rede. Die Aufregung ist einerseits vorgetragen worden mit Hinweisen, dass eigentlich gar kein Grund zur Aufregung bestünde. Da hieß es, es sei eigentlich gar nichts Neues drin, die Politik sei an den Problemen, die der Sarrazin aufwirft, ohnehin dran und um Lösungen schon seit Jahren bemüht. Andererseits, ganz im Gegensatz dazu hieß es, das Buch sei ein einziger Grund für Aufregung, sei ein völlig ungehöriges Machwerk, das Deutschland in Misskredit bringe, der Autor sei Faschist, Rassist, Antisemit und so weiter. In die Kritik hat sich auch die Regierung eingeschaltet, ein bisschen moderater. Das Werk, hat Merkel gesagt, sei wenig hilfreich und spalte. Und dann gab es noch eine dritte Abteilung von Aufregung, die sich über die Aufregung aufgeregt hat. Das war vor allen Dingen die Bild-Zeitung mit ihren Bildlesern. Da gab es dann irgendwann diese Riesenschlagzeile, die haben vielleicht einige gelesen, man wird doch noch sagen dürfen. Und dann kamen 10 Sätze von Sarrazin, ausgerechnet die Bild hat sich da für Meinungsfreiheit stark gemacht. Stark. Was ist da los? Worüber richt sich eigentlich wer auf? Und wie erklären sich diese völlig entgegengesetzten Befunde in der Aufregung? Grund genug für die Frage, was denn der Sarrazin eigentlich wirklich gesagt hat. Ich habe mir meinen Vortrag in 5 Teile überlegt. Der erste Punkt wird die zentrale Botschaft von Sarrazin selber sein. Das zweite Kapitel wird sich mit den von ihm benannten 2 Abteilungen von Volksschädlingen, den inländischen, den ausländischen, beschäftigen. Der dritte Punkt wird seine verfehlte Kritik an den Gemeinheiten staatlicher Sozial- und Ausländerpolitik zusammenstellen. Der vierte Punkt wird sich mit seinem Rettungsplan, er hat einen ausführlichen Rettungsplan vorgelegt, befassen. Und in meinem 5. Punkt werde ich die öffentliche Debatte über das Werk noch versuchen zu würdigen, also die Punkte, die ich gerade eben angesprochen habe. Den Zitatenzettel werde ich nicht ganz durchmachen, der war eigentlich für euch gedacht, dass ihr anhand der jetzt vorgetragenen Gliederung ein bisschen das Material in der Hand habt. Einige Sachen picke ich raus, ihr könnt es dann ja mitverfolgen. Ich fange mit dem ersten Teil an, die Botschaft von Sarrazin. Seine Botschaft heißt Deutschtum ist ein Wert für sich und dieser Wert sei in Gefahr. Die nationale Identität der Deutschen, das deutsche Volk selber sei in Gefahr. Seine Begründung heißt, da sei sehr viel Undeutsches bzw. Deutsch-Undeutsches am Werk. Das mache sich ungestört in Deutschland breit und verdränge wahres Deutschtum, das allein vom gehobenen deutschen Volk verkörpert wird. Das Resultat, was denn auch den Titel abgegeben hat, sein Resultat heißt, der Untergang Deutschlands droht, Deutschland schafft sich selber ab, wenn nicht politisch energisch dagegen gesteuert wird. Das ist seine Botschaft. Die Anliegen, zentralen Anliegen sind in dem ersten Zitatenblock drin. Ich lese das letzte Zitat nochmal eben vor. Weil es darum geht, fängt er da an, ob wir die Grundzüge unserer Kultur, unserer Identität und unseres Way of Life bewahren und an unsere Urenkel weitergeben wollen oder ob wir den Abschied davon organisieren und verwalten wollen. Ich will mal mit der Befassung mit dieser zentralen Botschaft anfangen, indem ich mir mal vorknüpfe, was eigentlich nationale Identität ist. Nationale Identität. Was ist das? Was soll das? Sarrazin sagt, nationale Identität, das ist deutsche Sprache, deutsche Kultur, deutsche Tugenden, wie Fleiß, geistige und physische Tüchtigkeit, Ordnungsliebe, Intelligenz, Disziplin und so weiter. Da könnte man natürlich die Frage stellen, was daran eigentlich deutsch ist. Was ist daran deutsch? Wo all dies doch auch außerhalb der deutschen Staatsgrenzen vorkommt
und außerhalb der deutschen Staatsgrenzen leider genauso geschätzt wird. Lauter gänzlich unspezifische Eigenschaften, die als Begründung für die Besonderheit einer deutschen Identität eigentlich gar nicht taugen. Jede dieser konkreten Ausformulierungen des Gehalts von nationaler Identität, Fleiß, Tüchtigkeit, Ordnung und so weiter, versagt als Begründung für die Besonderheit einer nationalen Identität darin, weil diese konkreten Angaben, wie gesagt, Fleiß, Ordnung und so weiter, immer als Beleg, die konkreten Angaben immer als Beleg für ihr abstrakt, für ihr ganzes Gegenteil, nämlich für die Abstraktion nationale Identität stehen sollen, aber letztlich immer gar nicht die Begründung darstellen, sondern immer nur eine Bebilderung sein sollen und deswegen auch beliebig sind. Deswegen kann man die Leiste auch verlängern. Unter Leitkultur wird dann halt dieses verstanden, von den Grünen wird noch die Multikultur und Toleranz hinzugefügt. Je nach politischem Standpunkt wird es halt neu ausdefiniert. Übrigens, das werden einige kennen, der Bertolt Brecht hat den Witz an diesen untauglichen Versuchen, nationale Identität zu definieren, den Witz über konkrete Bebilderungen, diese Abstraktion nationaler Identität zu erwischen, eigentlich sehr schön in seinen Flüchtlingsgesprächen erwischt. Ich lese mal eben das vor, das kennen wahrscheinlich die meisten, da sagt der Zippel, der eine Flüchtling: Es ist mir immer merkwürdig vorgekommen, dass man gerade das Land besonders lieben soll, wo man die Steuern zahlt. Die Grundlage der Vaterlandsliebe ist also die Genügsamkeit, eine sehr gute Eigenschaft, wenn nichts da ist. Jetzt kommt Kalle. Und Kalle bringt genau das auf den Punkt, was ich eben gesagt habe. Kalle. Die Vaterlandsliebe wird schon dadurch schwer beeinträchtigt, dass man überhaupt keine richtige Auswahl hat. Das ist so, als wenn man die lieben soll, die man heiratet und nicht die heiratet, die man liebt. Warum? Ich möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir, man zeigt ein Stückel Frankreich und ein Fetzen gutes England und ein paar Schweizer Berge und was Norwegisches am Meer und dann deute ich drauf und sage, das nehme ich als Vaterland, dann würde ich es auch schätzen. Aber jetzt ist's, wie wenn einer nicht so sehr schätzt wie den Fensterstock, aus dem er einmal heruntergefallen ist. Diesen untauglichen Versuch, über die Konkretion des Abstrakten zu erwischen, hat er ganz schön erwischt. Sachlich betrachtet ist nationale Identität, das heißt das, was wirklich die Gemeinsamkeit aller Deutschen ausmacht, nichts anderes als ihre gemeinschaftliche Subsumption, ihre gemeinschaftliche Unterwerfung unter die deutsche Staatsgewalt. Also der an den Deutschen vollzogene Gewaltakt, der die Leute qua Rechtsakt nach der jeweiligen staatlichen Fasson zu Staatsbürgern macht. Immer sehr schön zu erfahren, nach Eroberungskriegen, wo dann dieselben Leute von heute auf morgen anderen Herren untergeordnet sind nach dem Krieg, einem anderen Volk auf einmal zugehören und ihre nationale Identität neu justieren müssen. Die Menschen, die da an der österreichisch-ungarischen Grenze lebten, die haben innerhalb eines Vierteljahrhunderts 5-mal ihre Identität wechseln müssen. Haben sie offensichtlich auch hingekriegt. Mehr an tatsächlicher Identität des deutschen Volkes gibt es nicht, als diese gemeinschaftliche Unterwerfung unter Staatsgewalt. Diese erzwungene Gemeinschaftlichkeit mit all ihren Pflichten, die die Bürger zu erfüllen haben, ist aber für, ich muss sagen, leider viel zu viele Bürger zugleich der Grund dafür, dass sie diese Gemeinschaftlichkeit zugleich als positive nationale Identität erfahren wollen, fühlen wollen und leben wollen. Dabei übersetzt sich der Bürger in seinem dann schon gewohnheitsmäßigen Gehorsam alle staatlich verfügten Einrichtungen, von denen das Leben der Menschen hierzulande abhängt, also den Rechtsstaat, das Bildungswesen, den Arbeitsmarkt, das Geld und so weiter, übersetzt alle diese Einrichtungen, denen er zu Diensten sein muss, von denen er abhängt, in seine, in für ihn eingerichtete,
für ihn organisierte Lebensmittel. Es ist eine Verdrehung, die er da in seinem Kopf anstellt, zunächst mal. Er verdreht gerade wegen seiner alternativlosen Abhängigkeit, in die er als deutscher Staatsbürger gestellt ist, seine eigene Einordnung in dieses nationale Erfolgskonzept Kapitalismus in so etwas wie eine Eröffnung von wunderbaren staatlich erlaubten Möglichkeiten für ihn, mit denen er ganz auf sein eigenes Interesse konzentriert umgehen kann und auch berechnend immer wieder umgeht. Ich nenne diesmal den Alltagsnationalismus von Staatsbürgern. Der ist allerdings noch zu einer Steigerung fähig. Zu einer Steigerung, wo der Bürger zusätzlich, nämlich auf Deutschland, auch noch stolz ist. Also nicht nur die berechnende falsche Stellung zu all dem, was hierzulande alternativlos ihm als Pflichtenkorsett vorgesetzt wird, sondern darüber hinaus auch noch stolz wird, da wird dieses Verhältnis, dem er subsumiert ist, zu einer guten Sache erklärt. Das ist dann, ich nenne das mal bildlich, der Sonntagspatriotismus der Leute, die auf Deutschland als ihrer Heimat nun partout nichts kommen lassen will. Das ist schon ein bisschen mehr als die berechnende Stellung, die falsche berechnende Stellung. Und dieser Sonntagspatriotismus lebt dann von lauter Erfindungen, von Eigenschaften Deutschlands, von der Aufzählung von Erfolgen Deutschlands, die dann schon gar nicht mehr die seinen sind. Und mit denen verwandeln die Bürger ihren Gehorsam in lauter gute Gründe für die Zugehörigkeit zum Deutschtum. In lauter gute Gründe, und da kommt dann so etwas wie der Stolz auf Deutschland raus. Nun ist das Witzige, dass ich gerade in dieser Steigerung des Sonntagspatriotismus gegenüber dem Alltagspatriotismus der Letzte vom Alltagsnationalismus ziemlich abtrennt. Der verselbstständigt sich, der nimmt gar nicht mehr Maß an der berechnenden Verfolgung der eigenen Interessen, sondern nimmt Maß an den Erfolgen Deutschlands, auf die er dann stolz sein kann. Gelegenheiten zum praktischen Ausleben dieses Sonntagsnationalismus gibt es genug, gibt es hinreichend immer wieder, werden auch installiert, das sind dann die schwarz-rot-goldenen Ereignisse, die Ereignisse, wo man dann Einigkeit und Recht und Freiheit singen darf, bei Nationenvergleichen aller Art, nicht nur bei Fußball-WM, sondern bei anderen auch. Übrigens, wer sich jetzt die Frage stellt, warum der Nationalist in einer dieser beiden Gestalten hierzulande, warum der eigentlich nicht Staatlichkeit für sich, Staatlichkeit abstrakt preist, warum der sich weder aufmacht, jetzt als Anhänger von Staatlichkeit einen ihm passenden Nationalstaat auf der Welt zu suchen, sondern gleich auf Deutschland, also nur auf diese Nation, der er subsumiert ist, stolz ist, der hat eigentlich kein, gemessen an dem, was ich vorher gesagt habe, gesondertes Rätsel vor sich. Man kann billig sagen, auf welchen Staat denn sonst soll er stolz sein, als auf den, wie der Brecht-Zitat, in dem er die Steuern zitiert. So wie die Franzosen auf Frankreich, die Italiener auf Italien, sind die Deutschen auf Deutschland stolz. Da gibt es nichts weiter als zusätzliche Begründung. Sarrazin. Wie sieht nun im Einzelnen die Bebilderung der nationalen Identität von Sarrazin aus und wie kommt er drauf? Ich will mal mit einem Zitat anfangen, das so nicht auf dem Zitatenzettel steht, das aber den Gedanken sehr gut erhält. Das ist gleich der Einstieg in seine Einleitung. In den wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch sehr erfolgreichen Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg wuchs in Deutschland der Stolz auf den Fleiß und die Tüchtigkeit seiner Bürger, auf den stetig steigenden Lebensstandard und den immer weiter ausgebauten Sozialstaat. Selbst die Auswirkungen der Globalisierung
Die Verschiebung der Gewichte in der Welt, die Umweltbelastungen und so weiter haben den Grundoptimismus der Deutschen, bisher nicht nachhaltig beeinträchtigt. Dieser Grundoptimismus und die Jahrzehnte des fast ungetrübten Erfolges haben aber die Sehschärfe der Deutschen getrübt für die Gefährdnisse, für die Gefährdungen und die Fäulnisprozesse im Inneren der Gesellschaft. Dem lässt sich entnehmen, wie er auf seine inhaltliche Fassung von nationaler Identität kommt. Den Nachkriegserfolg des deutschen Kapitals und der deutschen Staatsgewalt schätzt er sehr, aber er rechnet ihn fälschlicherweise den Leistungen des deutschen Volkes an. Des deutschen Volkes, das mit, so war der Einstieg, mit seinem Fleiß, mit seiner Tüchtigkeit und Disziplin Deutschland wieder aufgebaut haben soll. Fälschlicherweise. Stimmt natürlich gar nicht. Was wäre denn bitteschön der Fleiß von deutschen Leuten ohne ihre kapitalistische Bewirtschaftung gewesen? Was wäre ihre Tüchtigkeit hierzulande nach 1945 ohne kapitalistisches Privateigentum gewesen, das diesen Fleiß auch rentabel einsetzen kann? Und was taugt der Hinweis auf deutsche Ordnung oder deutsche Disziplin, die sich zum Beispiel, darauf verweist er später nochmal, in geringer Anzahl von Streiktagen nach 1945 ausdrückt, ohne die Angabe des Produktionsverhältnisses, das da nicht gestört wird? Aus der Unterlassung einer Produktion durch die Unterlassung von Streiks kommt beim besten Willen kein kapitalistisches Wachstum zustande. Das taugt also alles nichts als Begründung, das macht aber nichts. Er verfertigt nämlich jetzt aus diesen falschen Erfolgsgründen Tugenden. Wenn nicht der erste Schritt, aus falschen Erfolgsgründen Tugenden, Fleiß, Tüchtigkeit und so weiter, hält die als Eigenart der Deutschen fest, typisch deutsch, macht die dann zum Gehalt nationaler Identität, darin fasst sich nationale Identität zusammen, und das begründet dann schlussendlich den Wert des Deutschtums. Das sind die Schritte, wie er zu nationaler Identität kommt. Lauter falsche Gleichsetzungen, beziehungsweise falsche Übergänge, in deren Resultat dann die falsch benannte Nachkriegserfolgsfähigkeit die Begründung eines deutschen Nationalcharakters abgeben soll. Es müssen, um nur einen Fehler dabei nochmal zu benennen, es müssen dabei natürlich diese zu deutsch gebündelten Tugenden, Fleiß, Tüchtigkeit, Disziplin, Ordnung und so weiter, immer schon in ihrer ideellen Nützlichkeit für die nationale Gemeinschaft gedacht werden. Sie müssen von vornherein als nützlich für die nationale Sache gedacht werden. Fleiß und Tüchtigkeit müssen also von vornherein als für gute nationale Zwecke im Einsatz gedacht werden. An eine Tüchtigkeit, beispielsweise beim Vergiften der Verwandtschaft, darf man dabei nicht denken. Und an den Fleiß von KZ-Wärtern darf man dabei auch nicht denken, sondern immer nur Tugenden vorgestellt als nützlich für die nationale Sache nach 1945. Nur so lassen sich die falschen Erfolgsgründe zu Tugenden und die dann zum Wert des Deutschen, des Deutschtums bündeln. Dies einmal gemacht, eigentlich nur in seiner Einleitung, einmal gemacht, ist aber sein Thema. Und dieses, das Deutsche als Wert, ist dann auch ab sofort das einzige Thema von Sarrazin. Das ist dann die Brille und die Sonde, mit der er auf die hierzulande und heute lebende Bevölkerung losgeht und sich fragt, und das ist die entscheidende Frage, die das ganze Buch durchzieht, wie sieht es eigentlich heute mit der Qualität des Deutschtums, mit der Qualität des deutschen Volkes aus? Wo doch? Hier so viele Ausländer und unnütze bis schädliche Deutsche sich ausbreiten. Auf diese Art und Weise wird die Frage nach nationaler Identität
und die Frage nach ihrem Erhalt für ihn zum alleinigen und zum Hauptzweck aller Politik. Um den sorgt er sich, theoretisch in seinem Buch, und zwar ohne jegliches Wofür, wofür eigentlich nationale Gemeinschaftlichkeit jetzt eingesetzt werden soll. Da interessieren ihn ab sofort weder Wachstumsraten, noch hegemoniale Erfolge des Staatswesens, noch militärische Siege oder ähnliche Erfolge der Nation. Sein Credo, bündig zusammengefasst: Deutschland geht unter, wenn immer mehr Undeutsches das wahre Deutschtum zurückdrängt. Vielleicht am schönsten in den Passagen, die habe ich auch nicht auf dem Zettel, die lese ich mal eben vor. Was sollte uns das Klima in 500 Jahren interessieren, wenn das deutsche Gesellschaftsprogramm auf die Abschaffung der Deutschen hinausläuft? Oder wer sich bei der Geburtenrate der Deutschen nicht zutraut, braucht bei der Welttemperatur gar nicht erst anzutreten. Was geht uns die Welt an, das ist jetzt nicht mehr Zitat, wenn es uns nicht mehr gibt? Après moi la déluge. Und er legt für diese seine These ausführlichste Beweise vor, für diese Untergangsthese ausführliche Beweise vor. Dazu gleich in meinem zweiten Teil ausführlich. Ich will aber vorher noch auf Folgendes verweisen. Diese Sorge um nationale Identität ist kein Monopol von Sarrazin. Diese Pflege und Sorge um nationale Identität ist ein Teil jeder demokratischen Politik. Da herrscht zwischen allen Demokraten Einigkeit. Und da läuft auch Sarrazin bei ihnen offene Türen ein. Nationale Identität und ihre Pflege ist wichtig. Was hat es damit auf sich? Warum pflegen Demokraten nationale Identität? Ich fange mal so an, fange mal ganz elementar an. Jeder demokratische Politiker ist für den Erfolg seiner Nation. Nation, Erfolg. Deswegen sind sie hierzulande für Kapitalismus. Das ist ihr Erfolgsweg. Und für diesen Erfolgsweg sind die Volksgenossen nützlich, gerade primär in dem, was sie voneinander unterscheidet. Nicht in dem, was sie als Staatsbürger gemeinsam haben, sondern was sie voneinander unterscheidet. Also in dem, was sie an Mitteln besitzen, an ökonomischen Mitteln besitzen oder was sie eben an ökonomischen Mitteln nicht besitzen, sind also nützlich für den nationalen Erfolg, zunächst nur in ihren Differenzen und Gegensätzen, Lohnarbeit, Kapital, Eigentum, Nichteigentum und so weiter. Und auf deren Pflege und Funktionalisierung, auf die Pflege dieses Gegensatzes der Klassen, sage ich mal gleich, kommt es dem Staat wegen des Erfolges der Nation sehr an. Und diese Erfolge stärken dann die Nation, ökonomisch, politisch, militärisch, machen sie reich und mächtig und halten die Mehrheit des Volkes in Armut. Zugleich aber nimmt sich Politik der Pflege von nationaler Identität des Volkes an, und zwar gesondert an. Gegen alle Gegensätze im Volk geht es der demokratischen Politik immer auch um die Sicherung von Volksgemeinschaft. Alle Deutschen sollen möglichst Brüder sein. Ihr reicht also das, was ich vorhin als Alltagsnationalismus, als diese Form des berechnenden Gehorsams bei Benutzung der Gesellschaft als Mittel, dieser berechnende Gehorsam reicht den Demokraten hierzulande nicht. Sie wollen mehr. Sie wollen, dass der Zwangsverband, in dem sich die Deutschen mit ihren falschen Vorstellungen, die ich vorhin genannt habe, einrichten, auch noch geschätzt wird. Die Politik weiß, dass eine Nation nur dann stark ist und den, wie es immer so schön heißt, Herausforderungen in schwerer Zeit begegnen kann, wenn ihr Volk sich auf das, was demokratische Urtugend ist, besinnt, nämlich auf die Urtugend zu einer unverwüstlichen, positiven Gemeinschaft zusammengeschlossen zu sein.
Ein Staat, ein demokratischer Staat, will sich übrigens nicht erst in Krisen und Notlagen auf die Solidarität seiner Volksgemeinschaft verlassen können, und zwar instrumentell, als wichtiger nationaler Produktivkraft verlassen können. Und die ist eben nicht allein erreicht durch freiwilligen Gehorsam, sondern zusätzlich durch eine Sorte Moral, die gekennzeichnet ist, dass man zum Beispiel die Zugehörigkeit als Deutscher zur deutschen Gemeinschaft als exklusive Auszeichnung, als Ehre begreift und auf Deutschland stolz ist. Deswegen betreut die Staatsmacht diese nationale Gesinnung theoretisch heftig. Sie ist auf diese Produktivkraft der Zustimmung zu all dem, was sie macht, unabhängig von dem Stand der Klassen, sehr scharf und praktiziert den Rassismus dieser Volksidentität in allen möglichen Abteilungen. Den Rassismus der Volksidentität, mit dem ihre Bürger sich eben ihre Identität, die nichts, der Sache nichts anderes ist als Unterwerfung der Staatsgewalt, ist einbilden. Die Abteilungen, in denen das gepflegt wird, von oben gepflegt wird, sind auch bekannt. Das ist zum Beispiel unter anderem die gesamte In- und Ausländerpolitik. Dazu sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Soweit also demokratische Pflege nationaler Identität. Nicht als Zweck, sondern instrumentell. Was Sarrazins Anklage also von diesem Standpunkt der Demokraten unterscheidet, das ist nicht der Einsatz für die Pflege des nationalen Wir. Das ist ihre Identität. Daran sind sie sich einig. Sondern allein deren instrumentelle Zwecksetzung durch die Demokraten. Sarrazin geht es, so drückt er sich aus, um mehr. Wie gesagt, um das Deutschtum, das ist sein Mehr, als eigenständigen Zweck. Für Demokraten wäre dies übrigens gerade umgekehrt ein Weniger. Für sie ist das Volk, ebenso wie das Territorium, also Land und Leute, wie es immer so schön heißt, eben Ressource. Was meinte ich mit instrumentell? Ressource in doppelter Hinsicht. Einerseits, ich fasse es nochmal so zusammen, als Ressource, die je nach Stand und Klasse ihren Beitrag zu Wachstum von Staats- und Geldmacht zu leisten hat. Und die zweitens ist die andere Abteilung als Ressource, die sich in Form dieser erstrebten, unverwüstlichten nationalen Gemeinschaft möglichst geschlossen hinter den politischen Führern versammelt, deren innere und äußere Zwecke inklusive aller Feindschaftserklärungen in andere Staaten und Völker teilt. In diesen beiden Hinsichten wird Volk als Ressource betrachtet, zugerichtet und betreut von den Demokraten. Den knackigen Demokraten fiel jener verselbstständigte, völkische Idealismus von Sarrazin nie als Zentrum, nie als Zweck ihrer Politik ein. Das Volk als Volk um seiner selbst willen, quantitativ und qualitativ auf Deutsch zu trimmen, fiel ihnen im Traum nicht ein. Sie treibt nichts anderes als, das habe ich gemeint, mit Ressource und instrumenteller Betätigung, nichts anderes als nationaler Staatsmaterialismus für ihre nationalen Erfolge. Geld und Gewalt wird das Volk eingesetzt. Übrigens mit all den hässlichen Konsequenzen, die das für die Volksgenossen hier empirisch sichtbar hat. Massenhaft produziert der staatlich betreute Kapitalismus in- und ausländische Opfer. Und ausgerechnet diese Opfer, die sind es nun, an denen Sarrazin, ausgerechnet an denen, macht Sarrazin den Untergang Deutschlands fest. Auf die Gemeinheiten demokratisch-kapitalistischer Volks-B- und Fernnutzung setzt er also noch eine Gemeinheit drauf, nämlich die Gemeinheit, die in seiner Gleichung steckt, dass wer hierbei unter die Räder kommt, bei dieser Benutzung für kapitalistische Zwecke unter die Räder kommt, ist ein Volksschädling. Auch die demokratische Gemeinheit der Benutzung des Volkes nur für kapitalistische Zwecke, noch diese Gemeinheit draufgesetzt.
Wie geht jetzt sein Beweis? Jetzt bin ich beim zweiten Kapitel. Wie geht sein Beweis? Er hat, wie gesagt, zwei Abteilungen von Volksschädlichen ausgemacht, die Ausländer und die Inländer. Ich fange mal mit den Inländern an und da hat er das inländische Prekariat, die inländische Unterschicht am Wickel. Sein Schädlingsbeweis geht so. Er behauptet, dass die auf Transfergelder, also Hartz IV, gesetzte Unterschicht sich hierzulande in anstrengungslosem Wohlstand einrichtet. Den Begriff kennen wir, Westerwelle. Er hat da dem Sarrazin richtig aus der Seele gesprochen. Also mittels der Grundsicherung richten sich ausgerechnet Hartz IVer in anstrengungslosen Wohlstand ein. Deswegen hat das Prekariat wegen dieses Wohlstands auch keine Veranlassung, das, was eigentlich einem guten Deutschen zusteht, zu tun, nämlich sich nach allen Kräften um Arbeit zu bemühen. Und das rächt sich. Zitat, ich weiß gar nicht, ob es auf dem Zitatenzettel drauf ist, wurscht. In einem anforderungsfreien Leben gedeiht die Antriebskraft schlecht, die man braucht, um das bequeme Jetzt gegen ungewisse Härten einzutauschen. Sein Urteil über Arbeit. Und diese Härten in der Arbeit braucht man, um deutsche Sekundärtugenden auszubilden. Zitat, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Ordnungsliebe, Frustrationstoleranz, taucht auch schon auf, Ein- und Unterordnung. Für den Bezug der Grundsicherung, den die Hartz IV da kriegen, braucht es, sagt er, all das überhaupt nicht. Da sind, Zitat, eigentlich überhaupt keine Eigenschaften erforderlich, die über das reine Existieren hinausgehen. Solch ein Hartz IVer, konzentriert sich lieber, alle anwesenden Hartz IVer wissen das, auf kurzfristige Befriedigung. Die bieten ihm Alkohol, Zigaretten, Medium, Medienkonsum und Fastfood. Ende des Zitates. Er hat noch was vergessen. Er hat das Vögeln vergessen. Denn nun kommt es. Nächstes Zitat. Nicht Kinder produzieren Armut, sondern Transferempfänger produzieren Kinder. Und zwar, und jetzt zieht er seine Statistiken aus der Tasche, immer relativ mehr als die deutsche Mittel- und Oberschicht, besonders als die Akademikerinnen, die es ihm angetan haben in der Oberschicht. Bis das Erste, anstrengungsloser Wohlstand führt dazu, dass deutsche Tugenden systematisch verloren gehen und das Volk nur noch Kinder, und zwar immer relativ mehr Kinder produziert als Mittel- und Oberschicht. Es kommt nur noch was hinzu, was er an dem Prekariat festgestellt hat. Das Prekariat ist dumm, erzählt er. Und das ist erst recht natürlich undeutsch. Deutsche sind nicht dumm. Besondere Aufregung hat ja die von ihm behauptete Gleichsetzung von Unterschicht mit vererbter Dummheit ausgelöst. Da muss ich den Herrn Sarrazin ein bisschen in Schutz nehmen. Ganz so biologistisch argumentiert er zunächst, muss man sagen, wenigstens nicht. Er ist nämlich im Prinzip eigentlich, so fühlt er sich zunächst vor, ein lupenreiner Anhänger der Anlage- und Umwelttheorie. Der, ich sage gleich dazu, grundfalschen Anlage- und Umwelttheorie, die übrigens hierzulande jeder Lehrerstudent lernt und jeder Lehrer im Kopf hat. Die Unterschicht, sagt Sarrazin, zeichnen sich durch angeborene Intelligenzmängel aus und die würden jetzt noch ergänzt, das ist dann die Umwelt, durch mangelhafte Bildung und unter mangelhafter Bildung für die Unterschicht versteht er Folgendes, das Bildungssystem, sagt er, verschärfe die Sache der angeborenen Intelligenzmängel deswegen, weil je durchlässiger, das Bildungssystem meint übrigens von unten nach oben, je durchlässiger das Bildungssystem, desto schneller und eher blutet die Unterschicht intellektuell aus. Klar, die Leistungsstärken gehen nach oben und unten bleibt das Prekariat dumpf in der Restschule zurück. So, damit hat er jetzt eigentlich alles zusammen, was er für seinen Beweis braucht. All das führt dazu, dass das ohnehin
von Natur aus geistig minder bemittelte deutsche Prekariat durch Bildung und durch ein auf reines Existieren reduziertes Leben im Wohlstand erstens zunehmend verblödet, dabei, beziehungsweise deswegen kann man geradezu sagen, sich auch noch überdurchschnittlich vermehrt. Das heißt, so das Deutschtum in Gestalt der wahren Deutschen zurückdrängen, weil die kommen mit dem Kinderproduzieren nicht so nach und damit, Zitat, Deutschlands Zukunftsfähigkeit untergräbt. Das ist ein Beweis. Ich will, ehe ich im Einzelnen was dazu sage, einen kleinen Exkurs einschieben, den mache ich wirklich nur ganz kurz. Ich habe vorhin gesagt, die Anlage-Umwelttheorie ist falsch. Ich will nur zwei Argumente dagegen sagen. Die ausführliche Widerlegung kann man in diesem Erziehung im Kapitalismus, das sind mehrere Kapitel über Intelligenz, Begabung, Anlage, Umwelt nachlesen. Nur ganz kurz. Warum ist die Anlage-Umwelttheorie falsch? Ich fange erstmal mit der Anlagetheorie an. Die mal ein Stück weit ernst genommen. Da muss man sagen, entweder die Intelligenz oder Begabung, setze ich jetzt mal gleich, steckt in den Genen drin, wie behauptet, dann müsste sich so etwas früh, auf jeden Fall vor der Einschulung, feststellen lassen und dann könnte man den geistig Minderbemittelten den ganzen Schulärger auch ersparen. Dann könnte man die Sortierung vor der Schule nach einer Genanalyse vornehmen. Schluss aus, das wäre es dann. Wenn sich aber, wie das in den wissenschaftlichen Untersuchungen immer gemacht wird, Intelligenz und Begabung immer erst nach der Familien oder im Laufe oder gar nach der Schulerziehung feststellen lässt, dann ist die Behauptung von der Bestimmung der Intelligenz durch Gene Quatsch. Die Kids haben dann ja schon einen mindestens 6- bis 10-jährigen Umwelteinfluss in Gestalt von Erziehungseinflüssen hinter sich. Die Beweisführung läuft dann auch entsprechend, ich sag's mal höflich, wissenschaftlich unsolide, zirkulär. Der Beweis ist dann zirkulär, er beißt sich in den Schwanz. Wie kriegt man das trotzdem hin? Die Intelligenz, die man erst dann nachher feststellt, wenn die Kinder sortiert werden, nach Hauptschüler und Gymnasiasten, trotzdem noch auf die Gene zu verpflichten. Dann wird die Frage nach den in der Schule, das ist das Werk der Lehrer, um es mal klar zu sagen, der letzte Teaching hat es ja gezeigt, dann wird die Frage nach den in der Schule festgestellten Intelligenzunterschieden zunächst mal mit einem Verweis auf innere Anlagen beantwortet. Das steckt in den Leuten innen drin, was da rausgekommen ist. Dieser Verweis auf die inneren Anlagen wird aber mit nichts anderem belegt, bewiesen, als mit der nochmaligen Deutung auf den gerade hergestellten geistigen Unterschied zwischen den Kindern. Das ist verrückt, das ist zirkulär. Da taucht das zu erklärende Phänomen in zwei logisch entgegengesetzten Rollen auf. Da ist es erstens das zu erklärende Phänomen, das zu erklärende, und dann muss es zugleich als Beweis für die gefundene Erklärung, das, was innen drin steckt, herhalten. Das ist Quatsch, das ist Unfug, so verfährt übrigens die Psychologie in 80% aller Beweise, auch in anderen Gegenständen, prüft es mal nach. Wenn ich jetzt die Umwelttheorie noch dazu nehme, dann will ich mich auch nur an einem Argument festmachen, das betrifft ja nicht nur die Umwelttheorie allein, sondern auch alle Mischformen, kann man ja nachlesen. Die Wissenschaftler streiten sich fröhlich über, ist das jetzt 50-50 Anlageumwelt oder 80-20 oder 60-40 und so weiter. Alle beiden Theorien und ihre Mischform sind Determinationstheorien und darin schon falsch. Es verhält sich eben nicht so, ich sage das nur kurz, dass der Mensch in dem, was er denkt und geistig tut, Anhängsel von dem ist, was Gene oder Umwelt mit ihm anstellen. Es verhält sich vielmehr so, dass der Mensch beim Nachdenken seine natürlichen Potenzen, seine grauen Zellen sehr frei nach seinem Willen benutzt. Er entscheidet, auch schon früh, nach seinen Interessen, wofür er die kleinen grauen Zellen anstrengt, auf welchen Gegenstand er wie viel Hirnschmalz verwendet, worüber er sich so seine Gedanken machen will und macht.
Na, das führt dann schon zu Unterschieden im Wissen, zu Unterschieden in Kenntnissen, zu Unterschieden in geistigen Operationen und so weiter. Aber nichts davon schreibt den Menschen ein durch Gene oder Umwelt, in welcher Proportion auch immer, bestimmtes Gehirn vor. Das nur ganz kurz als Widerlegung dieser Theorie. So, zurück zu Sarrazin. Dass Teil des deutschen Volkes mit minderer Intelligenz gesegnet sind, das Prekariat eben, das ist die Seite ihrer Fähigkeit. Das ist erstmal so, behauptet Sarrazin. Gänzlich unerträglich ist es für ihn aber, dass immer mehr Deutsche aus der Unterschicht gar nicht mehr den Willen aufbringen können, den haben sie immer noch, den Willen aufbringen, sich mit eigener Kraft und mittels der doch original deutschen Tugenden, Fleiß, Tüchtigkeit und so weiter, aus ihrem undeutschen Sumpf zu befreien. Und das ist der Grund, warum die das nicht tun. Nicht die erklärte Dummheit. Das ist der Grund, weswegen er diese Menschen auch seine ganze Verachtung spüren lässt. Das sind eigentlich undeutsche Deutsche, ist die Quintessenz. So sagt er es nicht, aber das ist die logische Quintessenz. Nicht wegen Zugehörigkeit zu irgendeiner undeutschen Rasse, sondern weil sie ihrer Bestimmung als Deutsche nicht nachkommen, sich doch wenigstens auf ihrem, wenn schon minderen Level, dann doch immerhin zu fleißigen, disziplinierten, selbstbewussten und stolzen Deutschen zu entwickeln, sondern sich stattdessen hängen lassen, verblöden und dann noch auf wie die Kanickel werfen. Was ist zu dem Beweis zu sagen? Die Unterabteilung Widerlegung von Anlage und Umwelt habe ich schon gemacht. Was ist insgesamt zu dem Beweis zu sagen? Erstens, ich warne davor, dass man sich sein statistisches Material vornimmt und es anzweifelt. Da wird schon so einiges korrekt zusammengezählt sein, das hat mich nicht interessiert. Es geht um die Schlüsse, die er aus dem Material zieht und um die Botschaften, die er damit begründen möchte. Zweitens meine ich, gerade auch jetzt, glaube ich, in diesem Kreis, muss man sich wirklich nicht groß bei der Gemeinheit, bei der theoretischen Gemeinheit aufhalten, dass bei ihm jene Menschen, die vom Kapital für deutsches Wachstum nicht oder nicht mehr gebraucht werden, die als Invaliden oder Arbeitslose ausgegrenzt werden und die durch Hartz IV Almosen zu dem, was Marx mal die Lazarus-Schicht des Arbeitsvolkes, also die unterste Schicht des Arbeitsvolkes gemacht worden sind, dass er die als Parasiten und Schädlinge beschimpft, die sich auf Kosten Deutschlands, von Deutschlands Zukunftsfähigkeit im anstrengungslosen Wohlstand einrichten. Das möchte ich nicht widerlegen. Das meine ich, ist, spricht für sich. Da gibt es nichts zu widerlegen. Eher, meine ich, ist der Hinweis angebracht, dass er, wie übrigens Westerwelle auch, auf diese brutale Verdrehung Almosen als Wohlstand, unterste Stufe des Elends hierzulande als Wohlstand, nur deswegen kommt, weil sich hierzulande auf dem Arbeitsmarkt in letzter Zeit ein bisschen was getan hat. Weil nämlich hierzulande seit einiger Zeit das, was Abstandsgebot heißt, in Unordnung geraten ist. Abstandsgebot, also das Aufrechterhalten einer erheblichen Differenz zwischen dem oder einer Differenz zwischen demjenigen, die Geld verdienen in Arbeit und demjenigen, die ohne Arbeit Grundsicherung kriegen. Dieses Abstandsgebot ist durch die Etablierung eines Niedriglohnsektors durch Agenda 2010, Schröder folgende, in Unordnung geraten. Der hat sich immer weiter reduziert, dieser Abstand. Seine Logik jetzt, Westerwelle ist genauso, wenn Leute mit Arbeit nur auf einen Verdienst in der Höhe der Hartz-IV-Grundsicherung kommen, dann folgt der messerscharf, ist die Grundsicherung ohne Arbeit unverdient, also Wohlstand. Das ist eine absurde Logik. Auch die hat er auch nicht das Monopol im Übrigen. Mein dritter kritischer Hinweis zu diesem Beweis heißt, man sollte den Fehler vermeiden, die Hartz-IVler gegen Sarrazin zu verteidigen, weil sie doch Opfer nationaler Standortpolitik seien.
ein für alle Mal, der Opferstatus ist der Opferstatus. Er macht Menschen weder gut noch schlecht, weder sympathisch noch unsympathisch. Deswegen ist gegen Sarrazins Verachtung auch nicht Parteinahme angesagt, sondern theoretische Klärung dieses Status angesagt. Zumal es auch das kann man ja mal aussprechen, es überhaupt nicht zu leugnen ist, dass in verwahrlosten Familien mit Kindern wirklich häufig sehr brutal umgegangen wird und dass es unter den Hartz-IV-Lern auch Kotzbrocken gibt, und zwar genauso viele wie in der deutschen Elite mit ihren Westerwelle, Sarrazins, Merkels, Wulfs und so weiter. Soll man ja auch mal aussprechen. Viertens, muss man feststellen, dass Sarrazin hinsichtlich der nationalen Identität, gerade wie sie sich in der Gesinnung ausdrückt, einfach falsch liegt. Er liegt völlig falsch. Von wegen undeutsche Deutsche. Nirgendwo sind zum Beispiel bei internationalen Vergleichsevents, nehmt die letzten Fußball-WMs oder nehmt Lena oder sowas, so viele Deutschlandfahnen zu sehen wie in Prekariatsghettos und in Kleingartenkolonien. Weiß man. Offensichtlich, ganz offensichtlich verträgt sich also das, was Sarrazin da als undeutsche Denaturierung der Unterschicht feststellt, prächtig mit einer ausgeprägten patriotischen Gesinnung. Das ist, muss man sagen, leider so. Und das ist zunächst, muss man auch sagen, erst einmal unverständlich. Wieso tragen denn jene armen Menschen, so begeistert Schwarz-Rot-Gold auf die Straße und an ihren Autos, die wirklich keinen Grund dafür haben, auf Deutschland stolz und Deutschland dankbar zu sein? Warum? Eigentlich ist es mit dem, was ich oben gesagt habe, erklärt, warum das so ist. Der Patriotismus, der Sonntagsnationalismus, macht sich wirklich erstmal, habe ich vorhin schon erklärt, völlig frei vom eigenen Erfolg und Misserfolg. Macht sich frei von der Beurteilung der Erfolge bei der berechnenden Benutzung der Einrichtungen hier, Arbeit, Arbeitsmarkt, Bildung und so weiter. Man könnte sogar, ich will daraus kein ökonomisches Gesetz machen, aber man könnte fast empirisch festhalten, dass je größer die Opfer, desto ausgeprägter die von deutscher Politik hergestellte Armutslage, desto unerschütterlicher die nationalistische Parteilichkeit. Deswegen mutet es fast komisch an. Paradox kann ich auch sagen. Dass die von Sarrazin verachtete Unterschicht offenkundig, mehrheitlich sich als Parteigänger seiner nationalistischen Beschimpfung der Ausländer aufhört. Da tritt die eine von Sarrazin als Volksschädlinge ausgemachte Gruppe, nämlich dieses inländische Prekariat, mit ihm, mit Sarrazin, vor allen Dingen mit der Bild-Zeitung, gegen die andere von ihm entdeckte Gruppe von Volksschädlingen an, gegen Ausländische. Auch das ist gar nicht so einfach zu erklären. Naja, auf dem Standpunkt des Sonntagsnationalismus stehen sie sowieso auf dem Standpunkt, dass das, was der über das dumme Prekariat sagt, sie gar nicht trifft. Da haben sie nur die Differenz zu den Ausländern im Kopf. Das war die erste Abteilung von Volksschädlingen. Der Beweis und die Kritik daran. Jetzt zu der zweiten Gruppe. Den Ausländern. Da muss man sagen, er hat nicht alle Ausländer im Blick. Das stimmt einfach nicht, sondern nur die muslimischen Ausländer, die sich hier im Inland niedergelassen haben. Russlanddeutsche, Vietnamesen, nicht-muslimische Türken, die sich hier integriert haben, schätzt er durchaus, sagt er wenigstens. Und in diesen muslimischen Ausländern entdeckt er jetzt die zweite Angriffswelle auf Deutschland und des deutschen Volkes Zukunft. Auf die trifft zum Ersten erstmal all das zu, was er vorher über den Wohlstand gesagt hat, den die Rolle der Grundsicherung, der Hartz-IV-Grundsicherung für die deutsche Unterschicht spielt, trifft auch das zu, was er über die besondere Fruchtbarkeit dieses Menschenschlages zum Besten gegeben hat. Da gibt es noch Unterbegründungen, die lasse ich weg. Er versteigt sich sogar zu der Behauptung,
dass es sich für diese türkisch-arabischen Muslime bei der Grundsicherung um, Zitat, Reichtum handelt. Wenigstens, sagt er, Zitat, im Vergleich zum Lebensstandard in ihren Heimatländern. Es ist natürlich blöd, ausgerechnet diesen Vergleichsmaßstab anzulegen, wo sie doch hier leben und nicht dort leben. Hinzu kommen aber, und das ist jetzt wichtig, bei diesem zweiten Gefährdungspotenzial noch zwei weitere Gefährdungen des Deutschtums dazu. Die muslimischen Ausländer sind nämlich erstens gekennzeichnet durch eine rückständige, geradezu mittelalterlich-archaische Kultur und zweitens durch eine Religiosität geprägt, dafür gibt es das Zitat da übrigens auch, durch eine Religiosität geprägt, die immer den Keim zum Terrorismus in sich trägt, sagt er. Wichtig ist nun für ihn und für seinen Beweis, dass es bei denen ein bisschen anders zugeht als bei den Deutschen. Bei denen ist ein bisschen anderes am Werk als bei diesen undeutschen Deutschen aus dem Prekariat, denn zum einen sind sie ja sowieso keine deutschen Staatsbürger und es bestand überhaupt keine staatsrechtliche Pflicht, sie hier leben zu lassen. Das ist übrigens die erste Setzung im ersten Zitatenblock. Noch wichtiger aber ist das zweite Argument. Er sagt nämlich, dass bei ihnen das Verhältnis von Natur und Wille, anders gestrickt ist als bei den Deutschen. Von ihrer Kultur plus Religion geprägt, können sie nicht, beziehungsweise kaum, aus ihrer rückständigen, archaischen und gewalttätigen Haut heraus die Kategorie der kulturellen Prägung benutzt er hier. Und die Kategorie der kulturellen Prägung löst er völlig zur Seite der Gene und der Anlage auf. Kultur ist für ihn bei den muslimischen Ausländern jetzt in der Tat dasselbe wie Erbgut. Da macht er auf einmal keinen Unterschied mehr. Da mag er sich noch so sehr zur Wehr setzen, wie in der, ich glaube, gestern erschienenen Antwort in der FAZ auf die Gabriel-Kritik, wo er es einfach nur dementiert, das nützt nichts. Die Logik seiner Argumentation spricht da Bände. Den Deutschen dagegen, um das nochmal zu sagen, mit derselben Prägung räumt er ja immer auch eine Chance ein, in der Umwelt, vielleicht sogar mit ihrem Willen, sich wieder ein bisschen aufzurabbeln. Das deutsche Prekariat ist zwar für ihn auch ziemlich versaut, genetisch ziemlich versaut, aber bei guter Sozialisation in Familie, durch Bildung und Kultur lässt sich aus denen, das werde ich dann nachher in seinem Rettungsprogramm zeigen, auch noch ein bisschen was machen, wenn die sich ihrer deutschen Bestimmung fügen und noch was Deutsches aus sich machen. Der muslimische Ausländer dagegen, der ist von Natur aus, so konstruiert er ihn, von Natur aus integrationsunfähig. Der ist von seiner kulturellen Prägung gar nicht in der Lage, ist seine Kardinalaussage, mit wenigen Ausnahmen, in der Lage, sich hier zu integrieren. Von daher ist auch die Integrationspolitik für ihn eigentlich fehl am Platz. Anlässlich dieser gemeinen Bestimmung des Ausländers nochmal eben ganz kurz die Erinnerung an das prinzipielle Verhältnis, was einen Menschen zu einem In- und Ausländer macht. Was einen Menschen zu einem In- oder einem Ausländer macht, das ist der Sache nach nichts anderes als begründet durch die begrenzte Reichweite staatlicher Gewalt. Soweit die staatliche Gewalt reicht, bis an die Grenzen, sind die Menschen zu Inländern gemacht worden, jenseits fangen die Ausländer an. Ich habe vorhin das Beispiel mit den Eroberungskriegen benannt, da kann man das nochmal zeigen. Jenseits der Grenze nicht, wenn die Gewalt darüber hinaus erfolgreich ist, sind die Menschen, die vorher Ausländer waren, Inländer. So kann natürlich Sarrazin nicht denken. So darf er nicht denken. Weil er sonst alle angeborenen kulturellen und sittlichen moralischen Gründe
für Volkszugehörigkeit und nationale Identität über den Haufen werfen würde. Wenn er diese Wahrheit über die Differenz Inländer-Ausländer, die ihren Grund nur in der begrenzten Reichweite staatlicher Gewalt haben, annehmen würde. Deswegen konstruiert er sich auch zusätzlich eine geradezu alberne Menschennatur. Ich mache ein Zitat, das steht auch nicht auf dem Zettel drauf. Man erfährt hier, bitte? Nein, das sollte ja zusätzliches Material haben. Diese Menschennatur heißt, aufpassen, der Mensch, also ihr alle, ist ein territorial orientiertes Wesen. Diesbezügliche Instinkte sind tief in ihm angelegt. Das beginnt, aufpassen, bei der eigenen Wohnung, setzt sich fort am Gartenzaun und reicht bis zur Staatsgrenze. Ende des Zitats. Staat ist da nichts anderes als die Bindung dieses unaufhebbaren menschlichen Instinktes in eine staatliche Organisationsform. Ganz harmlos. Staaten sind da nichts anderes als Opfer und Vollzugsorgane menschlicher Instinkte. Dass Wohnung, Gartenzaun, Staat, diese hübsche Reihenfolge, dass er darin ein Mietverhältnis, ein Eigentumsverhältnis und ein Gewaltverhältnis einfach in eins setzt und unter Instinkt subsumiert, das kann man schon gar nicht mehr unter theoretischen Fehler fassen. Klar ist, um es auch nochmal immanent anzugehen, das sind natürlich überhaupt keine Gründe für die Abgrenzung zwischen Staaten, für die Ausgrenzung von Ausländern aus dem Inland. Das gibt es nicht her. Wieso es dann mehrere Staaten gibt, wieso die unterschieden sind, wieso die sich nicht grün sind, wieso die gelegentlich sogar übereinander herfallen, lässt sich dann laut Sarrazin wohl nur mit neuen Instinkten erklären, aber dem will ich jetzt nicht nachgehen. Übrigens gilt natürlich was ich vorhin in der Kritik an der Beweisführung Sarrazins zum Prekariat gesagt habe, auch hier meine ich, verdient der Ausländerstatus keine Opferparteinahme, keine Umkehrung von Ausländerhass in Ausländerfreundschaft ist angesagt, die Umkehrung ist immer genauso falsch wie das, was da umgekehrt wird, und nationalistische Kotzbrocken gibt es auch unter Ausländern genug. Soweit mein zweites Kapitel. Das waren die beiden Abteilungen von Volksschädling und die Kritik daran. Das alles zusammengenommen, jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt, mündet bei ihm in das Urteil, dass Deutschland sich vor allem mit seiner Sozialpolitik, Grundsicherung als anstrengungsloser Wohlstand und was dran hängt, und der Ausländerpolitik der letzten Jahrzehnte, zugelassene Einwanderung, nicht entschlossene Auswanderung, dass Deutschland sich mit diesen beiden Abteilungen von Politik vor allen Dingen selbst das Grab seines Untergangs schaufelt, ist seine Behauptung. Sarrazin verachtet die undeutschen Deutschen und die nichtdeutschen Massen, andererseits ist er aber Kritiker der deutschen Regierungen, der letzten Jahre. Die Regierungen hätten diese Entwicklung durch ihre Sozial- und Ausländerpolitik allererst ermöglicht. Auch dazu nochmal ein Zitat. Es führt, sagt er, ein gerader Weg von der Grundsicherung nebst der Einwanderungspolitik zu den Parallelgesellschaften der Migranten und den Ghettos der deutschen Unterschicht. Ein gerader Weg, sagt er. Und seine Kritik an der deutschen Politik in Sachen sozialen Ausländerpolitik ist natürlich, wenn man das so nimmt, von ihrer Absicht her eine Fundamentalkritik. Eine Fundamentalkritik, von der ich aber gleich dazu sage, dass sie den Zweck dessen, was da angegriffen wird, sozialen Ausländerpolitik ist, verfehlt. Fundamentalkritik ist sie so, wie sie sich vorträgt, weil sie Politik verantwortlich macht
für Ausdünnung und Eliminierung von nichts weniger als dem Deutschtum. Mehr Kritik geht eigentlich, muss man sagen, auch für demokratische Regierungen nicht. Selbst wenn die das Verhältnis von Nation und ihrem Erfolg von Nation und Staatsvolk ein bisschen anders sehen und handhaben. Das weiß man, dass es auch den regierenden Demokraten ein Anliegen ist, dass die Deutschen nicht aussterben dürfen. Frage, warum eigentlich nicht, darf man sich schon stellen. Dass auch den demokratischen Regierungen die demografische Entwicklung, sprich die Überalterung, Sorgen macht, weiß man. Und dass man da mit allen Mitteln der Bevölkerungspolitik irgendwie gegensteuern muss, auch das weiß man aus den Verlautbarungen der letzten Jahre. Dass dennoch nach dem Sarrazin-Buch, nach der Veröffentlichung des Sarrazin-Buches von der Merkel-Mannschaft, Sarrazin-Buch Deutschland schafft sich ab, nicht von irgendjemandem, Hans Wurst geschrieben, von der Merkel-Regierung nicht der nationale Notstand ausgerufen wird, nicht eine parteiübergreifende Notstandsregierung zur Rettung Deutschland vor der Selbstabschaffung eingesetzt worden ist und Sarrazin als kompetenter Berater in diese Notstandsregierung gebeten wird, dass also die Botschaft von der Selbstabschaffung Deutschlands irgendwie gar nicht ernst genommen wird, die Politik vielmehr ihrerseits eine Kritik am Werk ihres Ex-Kollegen vorträgt, Spalter, wenig hilfreich, Pauschalurteile und so weiter, das erklärt sich daraus, dass sich zwar die demokratische Politik mit ihren Sorgen in Sachen sozialen Ausländerpolitik in den Thesen von Sarrazin wiedererkennt, das war der erste Teil des Dementis der Aufregung, ist doch alles kalter Kaffee. Sie erkennt sich also mit ihren Sorgen da schon wieder. Aber die Stoßrichtung seines Vorwurfs, sie würde Deutschland im Untergang weihen, natürlich nicht auf sich sitzen lassen kann. Da ist sie sich sicher, die Regierung, übrigens die Opposition genauso, dass sie mit dieser ihrer Politik geradezu entgegengesetzte Anliegen verfolgt, nämlich deutsche Erfolge, sichert. Da tut sie in der Tat was, was jedoch keineswegs, wie ich meine, für sie spricht. Gehen wir die beiden Abteilungen von Politik doch einmal durch, die der Sarrazin da kritisiert als verfehlte Form staatlicher Politik. Auch nur kurz, Sozialpolitik. Da haben wir hier schon sehr viel von drüber erzählt. Ich will nur das nochmal hervorheben. Demokratische Sozialpolitik hat es zurzeit mit folgender Lage zu tun. Immer mehr entkoppelt sich der Lohn vom Lebensunterhalt. Niedriglohnsektor. Dadurch nimmt Massenarmut unter Verdienenden immer mehr zu. Der Niedriglohnsektor hat inzwischen eine Größenordnung von 20% aller Verdienenden erreicht. Wegen des reduzierten Abstandsgebots wird die Absenkung immer weiter reduziert, wird das Existenzminimum immer weiter abgesenkt. Und es gibt immer mehr Arbeitslose, die für den ersten Arbeitsmarkt gar nicht brauchbar sind, ergänzt durch zunehmende Anzahl von Jugendlichen, Schulabgängern, die wegen fehlender Angebote gleich den Übergang in Hartz IV oder in die Gosse oder Kleinkriminalität machen. Das ist die Lage, die Sozialpolitik selbst geschaffen gegenwärtig vorfindet, und da geht sie so mit um, dass sie ständig neue Existenzminima festlegt und Hartz-IVler zu irgendwelcher Arbeit, gemeinnütziger oder sonst was, erpresst. Kurz zusammengefasst, Sozialpolitik geht damit so um, dass die kapitalistisch überflüssig gemachten Volksteile genötigt werden, sich irgendwie mit einem Almosen und einem in einer Gemeinnützigkeit in ihrer Restlage einzurichten, ohne das Gemeinwesen und seinen Betrieb zu stören. Das heißt, aktuelle Sozialpolitik nimmt bei der Sicherung des deutschen Standortes, Sicherung des deutschen Standortes natürlich in der internationalen Standortkonkurrenz, die anfallenden Opfer in Kauf und hat damit nur das Problem, dass die Almosen für Arbeitslose nicht zu deren vollständiger sittlicher und physischer Verwahrlosung führen,
nebst der daran hängenden Ordnungsprobleme. Und das zweite Problem, dass diese Grundsicherung möglichst nicht zu neiderfüllten Protesten der Niedriglöhner führt, die auch schon was durcheinander bringen können. Das ist die Gemeinheit demokratischer Sozialpolitik heute. Sarrazins in Anführungszeichen Missverständnis dieser Sozialpolitik besteht nun darin, dass er die bei der Verfolgung nationaler Standortinteressen notwendig hierzulande im Kapitalismus anfallenden Opfer immer nur unter dem einen, unter dem bornierten völkischen Gesichtspunkt betrachtet. Immer nur betrachtet unter der Fragestellung, was sind diese Ausgemusterten eigentlich als Träger des Deutschtums noch mehr? Als Ausgemusterte tauchen sie gar nicht bei ihm auf. Und er sieht, das ist ja der Beweisteil des ersten, der Beweis, den ich gerade will, sieht in ihnen nur Anschläge auf die Erhaltung einer völkisch anspruchsvollen Substanz des Deutschtums, für die er dann die Sozialpolitik der demokratischen Regierungen verantwortlich macht. Das ist die zusätzliche Gemeinheit seiner Polemik gegen die Sozialpolitik. Beides zusammengefasst ist aber auch, da ist auch was festzuhalten. Es eint sie beide nämlich etwas. Es eint Sarrazin die demokratische Politik etwas, nämlich es eint sie die vollständige Gleichgültigkeit gegenüber der Frage, wie bzw. ob eigentlich Menschen, die einkommensabhängig sind, unter diesen Verhältnissen noch ein einigermaßen zufriedenstellendes Leben führen können. Diese Frage interessiert beide nicht. Das ist die Gemeinheit, die beide teilen. Die regierenden Demokraten organisieren ihre Sozialpolitik längst als Dauertest auf die Frage, was die Leute alles aushalten, also was ihnen jeweils zuzumuten ist. Und der andere, der Sarrazin, verfabelt diesen Dauertest umstandslos in ein Leben in Wohlstand, nur weil der eben ohne Arbeit abläuft. Ich habe gesagt, die Absicht von Sarrazin in der Kritik der Politik ist fundamental. In der Sache jedoch, wenn man von der kritischen Absicht absieht, ließen sich beide Positionen wunderbar vereinen. Wo die Demokraten das Volk als Ressource für nationale Erfolge zurichten und einsetzen, da möchte Sarrazin doch nur, dass dabei dessen deutsche Substanz nicht unter die Räder kommt. Ja, und wer von den herrschenden Demokraten sollte etwas gegen eine Ressource Volk einsetzbar, gut einsetzbar, benutzbar, haben die auch noch obendrein ausgestattet ist mit bester patriotischer Substanz? Natürlich nichts. Nun zur anderen Abteilung, der Ausländerpolitik. Ich ziehe es da wieder genauso auf. Ganz kurz, was die demokratischen Regierungen mit der Ausländerpolitik vorhatten, ist in den letzten Jahrzehnten hinlänglich deutlich geworden, was sie von den Ausländern halten und was sie von ihnen wollen, sowohl von denen, die sie über Staatsverträge als Gastarbeiter in 50er Jahren ins Land geholt haben, als auch von denen, deren Einwanderung sie zugelassen haben oder zulassen mussten, wie erst recht von denen, deren Einwanderung sie nicht verhindern konnten. Die einen sollten, die ersten, sollten mit ihrer Arbeit oder als Arbeitskraftreserve auf dem Arbeitsmarkt das deutsche Bruttosozialprodukt voranbringen und dann wieder abhauen. Die anderen waren von vornherein mehr oder weniger unerwünscht. Alle bekamen und bekommen heute noch gleichermaßen eins zu spüren. Als Staatsbürger eines anderen Staates haben sich diese Menschen hierzulande nämlich permanent gegen den Verdacht zu wehren, egal in welchem Status sie hier sind, gegen den Verdacht zu wehren, dass sie auch bei einem Leben auf deutschem Staatsgebiet, subsumiert unter deutsches Recht, gebunden an deutsche Pflichten, letztlich immer noch treue Anhänger der fremden, konkurrierenden Staatsgewalt seien. Die Frage nach ihrer Brauchbarkeit, das ist demokratische Politik, die Frage nach ihrer Brauchbarkeit für hiesige nationale Zwecke relativiert sich also immer an diesem Verdacht, das könnte so etwas wie die fünfte Kolonne
des fremden Staates sein. Übrigens, das will ich nicht ausführen, das kann man leicht den Auflagen entnehmen, unter denen sie überhaupt nur hierzulande leben dürfen. Soweit, kurz gefasst, die Gemeinheit der Ausländerpolitik, die man noch um die Gemeinheit der Integrationspolitik ergänzen könnte. Die erklärt sich ja, da haben wir neulich einen langen Vortrag drüber gehört, die erklärt sich ja auch nicht allein aus dem Interesse, jenen Zugewanderten bei entsprechenden Assimilationsanstrengungen die Ehre der deutschen Staatsbürgerschaft zuteilwerden zu lassen, die ihren Beitrag zur Steigerung des Bruttosozialprodukts leisten. Die Integrationspolitik ist ja mindestens ebenso sehr das Resultat auch einer nationalen Zwangslage. Große Teile der Ausländer können gar nicht ausgewiesen werden, selbst wenn man gerne wollte, Staatsverträge binden sie, nationale europäische Rechtslage ist dagegen, Rücksicht auf Weltöffentlichkeit muss genommen werden und so weiter. Sarrazin. Sarrazin steht zu der Ausländerpolitik so, dass er von vornherein die Frage nach der Ausnutzung dieser armen und geflüchteten Menschen aus dem Ausland für ökonomische Zwecke ohne Abstriche negativ entscheidet. Zitat steht im Zettel. Ohne Abstriche, die brauchen wir nicht. Die tragen hier zu unserem Wachstum nichts bei. Entscheidend ist aber, dass er den Ausländern zudem wegen der vorhin entwickelten muslimischen kulturellen Substanz gleich von vornherein die Fähigkeit abspricht, sich überhaupt integrieren zu können. Für ihn ist im Übrigen Integration und Assimilation dasselbe. Wo er recht hat, hat er recht. Das können sie gar nicht. Zwar redet er in einigen Passagen immer davon, dass sie kommen dürfen, setzt das aber im Nachsatz unter Bedingungen, die sie, wie zuvor ausgeführt, überhaupt nicht erfüllen können. Das ist die Gemeinheit seines ausländerpolitischen Standpunkts. Und auch hier gibt es wiederum eine Gemeinsamkeit zwischen Demokraten und Sarrazin. In dem Standpunkt, dass Ausländer eben Ausländer sind und deswegen eigentlich und schon gar nicht auf Dauer hier nichts verloren haben, rücken der Fundamentalist Sarrazin und die realpolitischen Demokraten dann doch wieder sehr eng zusammen. Das war mein dritter Teil. So, wie führt uns Sarrazin aus der Krise? Nein, aus der Katastrophe. Wie führt er uns aus dem Untergang raus? Abteilung 4. Seine Pläne, die das ganze Buch durchziehen, zur Rettung Deutschlands vor dem schleichenden Dahinschwinden. Nochmal ein Zitat. Was wird in Deutschland geschehen, wenn das deutsche Volk still dahinscheidet? Wird man dann hier mehrheitlich Türkisch sprechen oder Polnisch? Und so weiter. Also, die Pläne zur Rettung Deutschlands nehmen sich, wenn man sie einfach erstmal nur so in ihrer Aufzählung nimmt, ihrem sachlichen Gehalt, fast nur wie eine Radikalisierung der Ausländer, der Sozial-, der Familien- und Bildungspolitik aus, die man ohnehin von der Agenda von Schröder, von Merkel und so weiter kennt. Das erste Zitat im unteren Block heißt, es ist also gar nicht die Frage, ob man von seinem Lohn anständig leben kann, sondern ob offizielle Lohnarbeit attraktiv ist, wenn der Abstand zur Grundsicherung überschaubar bleibt. Das lässt sich lösen, indem man die Grundsicherung absenkt, die Anrechnungsregeln lockert und einen hohen Mindestlohn verbindlich vorschreibt. Und ergänzend, erwerbsfähige Menschen unter der gesetzlichen Altersgrenze erhalten Leistungen der Grundsicherung nur noch gegen eine verpflichtende Gegenleistung. Irgendwie kennt man das. Da will er ergänzend bei den Ausländern durch eine Ausländerpolitik installieren, wiederum nur die muslimischen Ausländer, übrigens gegen den Zuzug von russischen Juden, denen er einen IQ von 120 weit über den Durchschnitt zuspricht, hätte er überhaupt nichts einzuwenden.
Also für die rechtlich hier geduldeten Muslime gilt deswegen bei ihm, dass sie sich entweder assimilieren müssen, wenn sie schon hier sind und hier man sie nicht rausschmeißen kann. Und bei Unwilligkeit hageln es den Strafen. Kaum ist das Buch raus, legt de Maizière, der Innenminister, nach und kündigt es an. Und vorgestern hat Gabriel in dieselbe Kerbe gehauen. Obwohl die ja eigentlich sich nicht integrieren können, scheint er doch das Zwangsinstrumentarium so scharf für so scharf zu halten, dass auch gegen die Unfähigkeit der Wille in die Pflicht genommen werden kann. Zum anderen gilt, das habe ich ja eben im ersten Zitat gesagt, dass sie dann eben so arm gehalten werden müssen, dass ihnen nichts anderes mehr bleibt, als ihr Wohlstandsleben aufzugeben und Arbeit anzunehmen. Und wenn sie denn Arbeit annehmen, so sagt er, dann bringt sie das auf andere, eher deutsche Gedanken. Das entwickelt dann bei ihnen, das gilt übrigens für das deutsche Prekariat natürlich genauso, deutsche Tugend und Sittlichkeit und gibt ihrem Leben dadurch überhaupt erst ihren Sinn. Auch Zitat von ihm, denn Arbeit ist die Sinnstiftung Nummer 1. Das dünkt ihm übrigens auch ausgesprochen deutsch. Die Intention dieser Sorte Sozialpolitik ist offensichtlich und Ausländerpolitik ist offensichtlich. Die soll auch für die Deutschen, für das deutsche Prekariat gelten. Er setzt also zusammengefasst auf eine germanisierende Wirkung von Disziplinierung und Sozialisierung durch Arbeit. Die erst treiben den Deutschen dann das undeutsche Leben und die undeutsche Sittlichkeit aus und vertreiben zusätzlich die Ausländer aus dem Land. Dann nämlich, wenn die merken, dass es mit der spätrömischen Dekadenz in Deutschland vorbei ist und sich ihr Lebensstandard hier von dem in der Heimat nicht mehr unterscheidet. Deswegen hat er vorher diesen falschen Vergleich übrigens angestellt. Jetzt hat er aber noch ein zweites Thema. Die Fertilität der Schädlinge. Die Fruchtbarkeit der Schädlinge. Und da lässt er die Katze dann noch ein bisschen weiter aus dem Sack, wo er sich mit diesen befasst. Ein Zitat, und dann komme ich auch wieder auf den Zitaten zurück. Zusammenfassend sagt er über die Fertilität: Im klaren Gegensatz zur deutschen Politik wird in den Vereinigten Staaten von Amerika eine überdurchschnittliche Häufigkeit von Unterschichtengeburten, also Geburten von den Dummen, dadurch verhindert, dass die meisten mit niedrigem Einkommen in aller Regel keine Geldleistungen des Welfare-Systems haben. Klasse. Wunderbar. Na bitte, da haben wir doch schon mal einen Schlüssel zur Geburtenkontrolle der Schichten mit minderer Intelligenz und hoher Fertilität. Wenn man denn schon in Sachen völkischer Geburtenkontrolle sich ein bisschen zurückhalten muss, tut er ja auch, das weiß er auch, diese Abteilung von politischer Korrektheit hat er noch im Kopf. Das kann man nicht einfach so ansprechen, eugenische Demografie richtig voll zum Thema zu machen, das traut er sich noch nicht. Das macht übrigens Professor Dr. Gunnar Heinsohn der Universität Bremen lässig. Dieser Drecksack und Faschist, könnt ihr ihm erzählen, was er gesagt hat. Also, Grundsicherung nebst Kinder- und Elterngeld darf also nicht dazu führen, dass man deswegen, dass diese Menschenschichten deswegen Kinder in die Welt setzen. Solche Prämien, Wurfprämien, wie er es nennt, gehören rigoros abgesenkt, wenigstens für den unerwünschten Nachwuchs. Umgekehrt bei dem Erwünschten, bei der Intelligenz. Haltet euch fest, Zitat: Es könnte beispielsweise bei abgeschlossenem Studium für jedes Kind, das vor Vollendung des 30. Lebensjahres der Mutter, also nach dem Studium, geboren wird, eine staatliche Prämie von 50.000 Euro ausgesetzt werden. Diese Prämie, Parenthese, und das wird die Klippe sein, Zitat, diese Prämie, und das wird die Klippe sein, dürfte allerdings nur selektiv eingesetzt werden, nämlich für jene Gruppen,
bei denen höhere Fruchtbarkeit zur Verbesserung der sozioökonomischen Qualität der deutschen Geburtenstruktur besonders erwünscht ist. Irgendwie könnte einem da schon die Spucke wegbleiben. Könnte, wenn man nicht wüsste, wenn man nicht mitbekommen hätte, dass gerade in der Familienpolitik der Frau von der Leyen in der letzten Legislaturperiode mit ihrem Elterngeld eine ganz ähnliche Absicht verfolgt wurde. Endlich hat sie mal so ungefähr nicht ganz wortgetreu ausgeführt, endlich bekommt die Anwältin mehr Geld als die Anwaltsgehilfin und kann Karriere in der Elite mit Kinderwunsch verbinden. Aber in einem Punkt hat der Sarrazin natürlich recht. Diese Klippe wäre das schon, die Prämie nur für die vorher genetisch Aussortierten zu geben. Prämie nur für deutsche Frauen mit IQ über 120 oder 130. Das wäre hier wirklich schwer durchsetzbar. Was aber nun tun, wenn das Prekariat einfach nicht vom ungeschützten Vögeln lassen will? Zitatenzettel. Da hat er Folgendes vor. Zweites Zitat im unteren Block. Nach der Geburt werden Mütter bei Hausbesuchen angeleitet. Es geht natürlich immer nur die Mütter des Prekariats. Wenn das Kind das passende Alter erreicht hat, kann Krippenbesuch empfohlen werden. Das ist immer höflich. Empfohlen. Der Kita-Besuch ohne Fernsehen vom dritten, spätestens vom vierten Lebensjahr an wird bindend. Die Schule wird vom ersten Schuljahr an als Ganztagsschule geführt. Freizeit- und Sportangebot, Hausaufgabenbetreuung fallen an. Fernsehen und Computerspiele gibt es in der Schule nicht. Es muss, jetzt füge ich was hinzu, was ich hier nicht drin habe, es muss, Zitat, kursiv, unter allen Umständen dazu führen, dass die Kinder bis Ende des zweiten Schuljahres fließend lesen können. Muss, pflichten. Praktische Fächer für leistungsschwächere Kinder müssen eingerichtet werden. Ganztagsschule so, dass sie zu Hause neben dem Wochenende nur noch den Feierabend verbringen. Einübung von Sekundärtugenden, Schulschwänzen wird nicht geduldet. Die Eltern, jetzt kommt noch ein Hammer, die Eltern werden für jede unentschuldigte Fehlzeit mit empfindlichen Geldbußen belegt. Diese explizit werden mit den Transferzahlungen auch dann verrechnet, wenn dadurch das sozioökonomische Existenzminimum unterstritten wird. Klare Sache. Das ist kein Konzept einer Bildungsreform, die etwa bloß PISA-Mängel beseitigen will. Ihm geht es hier darum, dem deutschen Schulwesen für seinen sonstigen Bildungsauftrag überhaupt erst das nötige deutsch-völkische Fundament zu verpassen. Wenn der Nachwuchs aus diesen Schichten denn durch Familien- und Sozialpolitik nicht verhindert werden kann, dann muss der Nachwuchs von Anfang an dem undeutschen Milieu dieser Familien entzogen und im Erziehungswesen der deutscher Staatsaufsicht kaserniert werden. Was bildungspolitisch von den einzelnen Maßnahmen her so bekannt klingt, Kitas, Ganztagsschule, Förderunterricht, ist bei Sarrazin der Sache nach doch etwas anderes. Die Erziehung hat bei Sarrazin die Aufgabe, den Nachwuchs, vor allem dem der deutschen Unterschicht, allererst den deutschen Volkscharakter aufzuprägen. Und das ist für ihn im engeren Sinne keine Willens- oder Erziehungssorge, Zwangsfrage. Eine Gewaltfrage, die sich gegen die Eltern und aber auch die Kinder der Unterschicht richtet. Die Schule, das Erziehungswesen, bekommt dadurch bei ihm einen, ich nenne es mal logisch, negativen Kampfauftrag. Ausmerzung von allem Undeutschen in der deutschen Bevölkerung. Nicht mehr, das hat Konsequenzen, nicht mehr die Familie ist Keimzelle des deutschen Volkes, sondern nur noch die Familien der Mittel- und Oberschicht. Ersetzt also rigoros das, was bürgerliche Freiheiten sind, funktionelle bürgerliche Freiheiten sind, der Gesellschaft außer Kraft, die Freiheit zum Beispiel wie die Elternzuständigkeit für die Kinder, für die Erziehung, die Deklaration der Erziehung der Kinder als Privatsache, kann man immer noch was sagen und so weiter.
einfach außer Kraft gesetzt, was die Demokraten, die demokratischen Bildungspolitiker durchaus funktionell für wertvoll halten. Auf der einen Seite beteuert er zwar, dass es jeder Einzelne selber entscheiden müsse, ob er es für wertvoll erachtet, Nachkommen zu haben, hält dagegen aber immer, gegen den Standpunkt des Einzelnen, seinen Standpunkt. Seinen Standpunkt der Reproduktion des qualitativ hochwertigen deutschen Volkes mit seinem wertvollen, unverwechselbaren Volkscharakter und ruft deswegen, das ist sogar eine ganze Kapitelüberschrift, mehr Kinder von Klugen, bevor es zu spät ist. Mehr Kinder von Klugen, bevor es zu spät ist. Soweit zu seinem Rettungsplan. Jetzt zum Schluss. Die Debatte. Ich habe am Anfang drei Stoßrichtungen der Debatte charakterisiert. Eine habe ich vorher schon zwischendurch schon erledigt, auf zwei möchte ich jetzt noch eingehen. Ich will mal mit der Frage anfangen, ob es eigentlich diese völkischen Urteile und Forderungen von Sarrazin sind, die Teile der politischen Elite, und um die will ich mich jetzt mal nur kümmern, nicht um das Feuilleton, die Teile der politischen Elite gegen Sarrazin aufbringen. Nein, natürlich nicht. Wenn Merkel etwa klagt, das Buch trage zur Spaltung zwischen Deutschen mit und Deutschen ohne Migrationshintergrund bei, dann will sie sich nicht mit den heftigen Äußerungen von Sarrazin und mit seiner fundamentalistischen Politikerschelde theoretisch auseinandersetzen. Warum sollten sich denn bitteschön auch Merkel und Co. einen theoretischen Begriff von der Identität und der Differenz ihrer Politik zu der von Sarrazin machen? Für sie handelt es sich doch sowieso nie um theoretische Fragen, sondern immer nur um praktische Fragen ihrer Politik. Und da muss zunächst einmal festgehalten werden, dass bei den angedeuteten Differenzen zwischen Demokraten und Sarrazin, wie entwickelt die Politik der nationalen Identität, doch ebenfalls ein Anliegen demokratischer Politiker ist. Woher dann diese Schelte? Woher die Zurückweisung? Woher die Kritik Spalter? Die Deutschen sind doch nicht gegen das Aussterben der Deutschen und betreiben doch schon längst Bevölkerungspolitik und so weiter. Was stört Merkel? Sie stört, wenn sie von dem Spaltervorwurf, wenn sie den Spaltervorwurf in die Welt setzt, denn auch etwas ganz anderes. Merkel und Co. warnen vielmehr vor den Auswirkungen, die das Buch und vor allem seine Promotion durch die Bild-Zeitung inklusive Vorabdruck, vor den Auswirkungen, die diese Publikation nach sich ziehen könnte. Dabei beunruhigt sie genau genommen auch gar nicht so sehr die jetzt durch Bild neu aufgerührte, Sarrazin und Bild neu aufgerührte, beziehungsweise wieder einmal neu freigesetzte Ausländerfeindlichkeit einfach für sich. Die Parteinahme für Ausländer hält sich bei den herrschenden Politikern ja wirklich in sehr engen Grenzen. Sondern sie wird durch das Buch und die Bildpropaganda damit konfrontiert, heute damit konfrontiert, dass der gepflegte Nationalismus der Bürger, gerade der gepflegte Nationalismus der Underdog-Bürger, sich keineswegs immer, selbst der Sonntagspatriotismus, keineswegs immer in Zustimmung zur Herrschaft erschöpft, sondern von dem patriotischen Ausgangspunkt schon mal kritisch, fordernd gegen den Nationalstaat auftritt. Diese Hartz-IV-Patrioten reklamieren so zum Beispiel als Lohn für ihre, in der Tat wenig honorierten Dienste für Deutschland, reklamieren bei der nationalen Politik schon mal, dass die sich dann aber auch glaubwürdig für Deutschland ins Zeug legt und sich dann beispielsweise glaubhaft aller Deutschen, aller undeutschen Schädlinge, und das sind für, ist für das Prekariat eben vor allen Dingen der Ausländer, entledigt,
Der Ausländer, die den Deutschen, wie man weiß, die Arbeitsplätze, die Sozialalmosen wegnehmen und die dafür verantwortlich sind, dass diese Nationalisten, diese Sonntagspatrioten, sich in ihrer Heimat häufig gar nicht mehr heimisch fühlen. Merkel kriegt mit, durch das Buch und seine Promotion, dass aus dem Hurra zu Deutschland wegen der von der individuellen Erfolgsbilanz der Patrioten völlig getrennten Heimatliebe auch schon mal Kritik, patriotische Kritik an den Berufsnationalisten Deutschlands wird. Das kann man gar nicht genug unterstreichen, weil es in linken Kreisen üblich ist, den Nationalismus immer nur als Zustimmung, immer nur als Hurra einerseits und als puren Ideenhimmel, der nichts mit der praktischen Form der Unterwerfung und Benutzung nationalistischer Deutscher zu tun hat. Jetzt fehlt mir das Verb, denkt euch eins aus. Bitte? Zu denken. Zu denken, danke. Da liegen die Linken völlig falsch. Was Nationalismus ist, wie er funktioniert, habe ich in Ansätzen erfährt. Das ist eben der Kern der Besorgnis der Herrschenden, ausgesprochen von Merkel und anderen. Und in diesem Kern zeigt sich, dass die patriotische Gesinnung des Volkes und leider nur die patriotische Gesinnung des Volkes in der Demokratie schon als Macht wirkt. Deswegen muss die Politik auf sie aufmerken und muss versuchen, sie wieder auf Linie zu bringen. Und dazu taugt nicht zuletzt gerade auch die Ausländerfrage. Man erinnert sich immer wieder, wie in bestimmten Konjunkturen die Ausländerfrage richtig dazu hergenommen worden ist. Ihr erinnert euch alle an die Parole, mit der einst Rüttgers in den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen gezogen ist. Kinder statt Inder. Das ist natürlich eine Parole, die Wasser auf die Mühlen der damaligen Sarrazins war und heute ist. Und das sollte auch Wasser auf diese Mühlen sein. Das war der Versuch, auf dem Ausländervolk, dem Deutschen, dem unzufriedenen Patriotismus der Deutschen, vor allen Dingen aus der Unterschicht, Recht zu geben und dadurch sich wieder glaubwürdig zu machen als Führung Deutschlands. Man muss allerdings dazu sagen, sage ich als Fußnote dazu, so ein Spruch wie Kinder statt Inder ist nicht nur das, sondern hat auf der anderen Seite auch immer ein bildungspolitisches Anliegen. Das wäre bei Sarrazin so nicht vorgekommen. Ein bildungspolitisches Anliegen, das deutsche Bildungswesen, so kann man den Spruch von Rüttgers auch lesen, hat den Auftrag zu erfüllen, für den deutschen Arbeitsmarkt hinreichend deutschen Nachwuchs zu qualifizieren. Mit seiner völkischen Parole wollte Rüttgers also zugleich den Nachwuchs auf seinen Dienst ein riesigen Kapital einschwören und den Bildungspolitikern Dampf machen. Also, es ist Bild, die mit ihrer Reklame für Sarrazin implizit und eigentlich auch nur rhetorisch die Frage aufwirft, und dies ist es, was Merkel und Co. gemerkt haben, bei wem denn die Bedienung des Patriotismus der Bürger besser aufgehoben sei, bei Merkel oder bei Sarrazin. Und daran merkt die politische Führung, dass auf eine Spaltung ganz anderer Art als der zwischen den Deutschen mit und den Deutschen ohne Migrationshintergrund zu achten ist. Nämlich auf die Abspaltung von Teilen der deutschen Superpatrioten von dem Kartell der bürgerlichen Parteien. Die Bild-Zeitung hatte ausgerechnet, wie auch immer, weiß ich nicht, 12% sollen es laut Umfrage sein, die eine neue Sarrazin-Partei neben CDU, CSU und FDP wählen würde. Das darf natürlich, sagt Merkel und Co., die so etwas ernst nehmen müssen, nicht sein. Aus drei Gründen. Erstens würde so etwas die eingespielte Parteienlandschaft durcheinander bringen. Ein ehemals führender Demokrat, mit hohen Staatsämtern betraut, also erstmal völlig unverdächtig, einer von den unbelehrbaren Glatzen zu sein, rührt die Parteien von rechts auf. Bringt da einiges durcheinander. Das darf nicht sein. Zweitens,
Zweitens würde so eine Partei, das wissen die sofort, der jeweils regierenden Politikerriege auch die Freiheit nehmen, sich in Sachen Ausländerpolitik und Sozialpolitik je nach ihrer Einschätzung der nationalen Lage alle möglichen Optionen von zügiger Integration bis zu zügiger Selektion, von Ausdehnung oder Einfrieren des Abstandsangebots vorzubehalten. Nun macht das Merkel ja auch schon auf ihre besondere Tour. Man erinnere sich dann, jetzt hat sie gerade den dänischen Islamhetzer Vestergaard im Namen der Meinungsfreiheit mit einem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet, vorher den Sarrazin kritisiert und wie man am Montag in der FAZ oder am Samstag in der FAZ lesen konnte, zugleich die Deutschen darauf eingestimmt, dass es hier wohl demnächst noch mehr Moscheen geben würde. Beides muss für sie sein. Das betreibt nationale Politik wenigstens zur Zeit. Was aber nicht heißt, dass es immer so bleibt. Übergänge zu einer rigideren Politik des Ausgrenzens und Denunzierens von Aus- und Inländern sind keinem Politiker fremd. Diese Übergänge, die will sie sich selbst vorbehalten, nach eigener politischer Raison und nicht sich aufdrücken lassen zur Unzeit von einer Sarrazin-Partei. Und schließlich würde natürlich auch das Ausland bei so einem Rechtsruck in Deutschland mit gebotener Heuchelei, denn dort ist dieser Rechtsruck schon längst Normalität, man denke jetzt wieder an Schweden, vorher Holland, Frankreich, Belgien und so weiter, würde das Ausland natürlich auch den Versuch unternehmen, daraus politisches Kapital zu schlagen. Das ist nicht hoch anzusetzen, aber stört doch. All das muss verhindert werden, wissen Merkel und Co., weswegen neuerdings auch die bürgerlichen Volksparteien ein neues altes Thema haben. Wie kann man den Wähler, der für eine Partei rechts von ihnen anfällig wäre, wieder einfangen? Erinnert an den alten Strauß-Spruch. Eine Partei für rechts von der Partei, für eine rechte Partei gibt es neben der CSU keinen Platz. Sarrazin allein wegen politischer Inkorrektness auszugrenzen, Rassist, Faschist, Antisemit, ist übrigens ein Instrument, das zu bewerkstelligen. Damit wird er, soll er als Führer so einer Gruppierung, ob er da selber Führer wird, ist zweifelhaft, dieser deutsche Herrenreiter und Herrenmensch gibt sich dazu nicht hier, die Unterschicht anzuführen. Mit dieser Denunziation Rassist, Faschist, Antisemit soll er gleich von vornherein in die falsche, in die unglaubwürdige Ecke gestellt werden. Übrigens ist die SPD in dieser Tour mal wieder spitze. Einerseits schmeißt sie den Sarrazin raus, wegen Rassismusverdacht. Und auf der anderen Seite versucht sie, seine Anhänger mit härteren, jetzt gerade von Gabriel verkündeten, härteren Auflagen in Sachen Integrationspolitik einzufangen. Den grenzt er aus und die will er eingrenzen, seine Anhänger will er eingrenzen. Es ist also festzuhalten, diese Schmähung, die man überall lesen konnte, auch in linken Traktaten, Sarrazin gleich Faschist, Rassist, Antisemit und so weiter, ergeben sich so gesehen gar nicht aus der Analyse seines Buches, sondern rein aus einem politischen Interesse, die ihn unter Berufung auf immer noch gültige deutsche Korrektheitsmaßstäbe ins nationale Abseits zu stellen. Er sei dann wie die NPD, obwohl es klar ist, das ist er gar nicht. Man sollte sich also dieser Sorte Denunziation nicht anschließen. Man sollte sich auch deswegen nicht anschließen, weil bei dieser Sorte Denunziation, wie das immer dabei ist, doch wieder nur ein Lob der Demokratie herauskommt. Und über Demokratie könnte man allerdings aus der Aufregung um das Buch und aus meiner Kritik an dem Buch und der Aufregung was ganz anderes entnehmen. Was ich hier unter anderem aufzeigen wollte mit dem Vortrag, das ist so ziemlich das Gegenteil eines solchen Lobs von Demokratie. Aus dem Katastrophenszenario von Sarrazin
Wie auch aus der Zustimmung zu ihm durch die Bevölkerung und die Reaktion der Politik drauf, kann man nämlich einen Schluss ziehen, einen weiteren Schluss ziehen. Kann man nämlich den Schluss ziehen, dass in der Demokratie selbst die Gründe für und der Wunsch nach einer alternativen, rechten Form bürgerlicher Herrschaft, die aufräumt mit allerhand Undeutschen im Lande, offenbar ständig präsent ist und immer dann offenkundig wird, wenn von oben oder von unten die Lage der Nation mit den im deutschen Patriotismus steckenden Forderungen an die Nation nicht zur Deckung zu bringen ist. Da wird dann schon mal mehr Gebrauch von staatlicher Gewalt eingeklagt, von unten eingeklagt oder auch von oben gefordert, gar in Aussicht gestellt, einer Gewalt, die Schluss macht mit allen Schädlingen der Nation. Da plädieren dann schon mal mitten in der schönsten Demokratie gestandene, unverdächtige demokratische Politiker für die Säuberung der Nation mit einem über das gewohnte Maß hinausgehenden Einsatz von politischer Gewalt und der Einschränkung bürgerlicher Freiheiten, schließen sich dem Patriotismus von unten, dem kritischen Patriotismus von unten an und kommen zu der Überlegung, ob nicht ein bisschen Faschismus auch in ihrer demokratischen Programmatik durchaus mal angesagt sei. Das nennen sie nicht Faschismus, das ist es aber der Sache nach. Das ist dann jedoch nicht, Achtung, nicht als Opportunismus oder schlichter Populismus abzuhaken, sondern das steht für ein Interesse der Politik, und zwar für ein profundes politisches Interesse der herrschenden demokratischen Berufsnationalisten, das darin besteht, sich für ihre jeweils aktuellen nationalen Zwecke immer der Zustimmung der Patrioten, also des patriotisch erzogenen Volkes, zu versichern. Weil sich Demokraten in der Tat davon abhängig machen, dass das Volk sich quer durch alle Klassen an der Förderung des nationalen Wohls auch praktisch beteiligt, sind sie zugleich auch immer darauf angewiesen, dass sich des Volkes Patriotismus nicht gegen sie wendet. Das ist es übrigens, was Merkel aufgefallen ist und was sie selbst registriert und was ich eben als die Bedeutung der Macht der Volksgesinnung, der Macht der patriotischen Volksgesinnung genannt habe. Mein Schluss. Ob das, was die Regierung gegen Sarrazin ins Felde führt, nun funktioniert? Ob die Regierung und die Opposition mit dem, was sie tut und noch tun wird, die Anhänger Sarrazins wieder einfängt? Dem kritischen Patriotismus gegen sie gewandt, doch mitteilen kann, dass bei ihnen seine Heimstatt ist, ist eine ganz andere Frage. Es hat sich nämlich, wie anfangs benannt, auf die Aufregung über Sarrazin eine neue Aufregung gesattelt, die sich über die versuchten Schmähungen und Ausgrenzungen von Sarrazin selbst heftig aufregt. Bild, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und 9 Zitate aus Sarrazin, 6 mit ausländerfeindlichem Inhalt und 3 oder 4 mit Inländerinhalt, ausgerechnet im Namen der Meinungsfreiheit, wird nochmal ausgerechnet von Bild eine Lanze für Sarrazin gebrochen. So im Namen der Meinungsfreiheit. So als würde ausgerechnet der Bild ständig einen Maulkorb verpasst. So als müsste sie sich ständig dafür einsetzen, dass auch mal das Volk an Meinungsfreiheit gehindert zu Wort kommt. Wo doch im Kern sie es ist, die ganz umgekehrt dem Volk sagt, was es jeweils über die Welt, die Deutsche zumal, zu denken. Also die Sache mit der Meinungsfreiheit ist einerseits schon sehr albern. Immerhin füllt das, was da in den 10 Aussagen von Bild zusammengetragen worden ist, lese mal eben vor, auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden, wer Arbeit ablehnt, verdient keine Stütze,
Kinderschänder gehören für immer eingesperrt. Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, ein Deutscher zu sein. Zu viele junge Ausländer sind kriminell. Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Und so weiter und so fort. Immerhin füllt das, was da in den 9 bzw. 10 Aussagen von Bild zusammengetragen worden ist, was man hier doch wohl sagen darf, zurzeit eben nicht nur die Presse und alle Polit-TV-Shows, von wegen Meinungsfreiheit, sondern ist zudem den herrschenden Politikern nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, doch schon längst geläufig. Ja, werden denn kriminelle Ausländer nicht abgeschoben? Wird denen denn keine Stütze gekürzt, die sich weigern, als Hartz-IVler Arbeit anzunehmen? Was ist denn mit dem Credo der Integrationspolitik? Entweder ihr werdet Deutsche oder ihr werdet abgeschoben. Es ist also diese Berufung auf die Freiheit der Meinung nichts als das Vehikel, um mehr Reklame für diese bestimmte Meinung zu machen. Für unsere Meinungen würden dieselben TV-Moderatoren und die Bild-Zeitung nicht auf die Freiheitsbarrikaden steigen. Stellt euch mal vor, eine Bild-Zeitung, das wird man doch wohl nach Sagen kommen, und dann kommen 10 Thesen von uns. Zu schön, um wahr zu sein. Würden wir glatt akzeptieren. Es ist aber noch was anderes daran festzustellen. Es ist zudem ein Tonfall unüberhörbar, der sich gegen die bisher immer noch gültigen Maßstäbe von Political Correctness in Deutschland recht offensiv wendet. Was man der ganzen Bild-Zeitungshetze entnehmen kann, ist so etwas wie: Warum soll man denn in Deutschland nicht langsam auch so über die Ausländer reden können, wie das woanders, Holland, Belgien, Schweden, Frankreich, Sarkozy mit seiner Roma-Kampagne, schon längst üblich ist? Warum soll man als Deutscher nicht offen aussprechen dürfen, dass die Ausländer nicht hierher gehören, von ihrer Natur sowieso anders gepolt sind und deswegen Deutschland letztlich durch Rassen, wie das vor Jahren schon mal Stoiber gesagt hat? Warum soll man den Verdacht gegen die Ausländer, den man im Kopf hat als Patriot, als deutscher Patriot, nicht im Klartext rauslassen dürfen? Berechtigte Frage. Wo es doch sowieso nur um den Klartext geht. Praktisch sind die Grundlagen für diese Politik ja sowieso gelegt. Es geht also bei dem von der Bild angezettelten Getöber erst einmal nicht um einen Kurswechsel in der Politik, sondern um einen Kurswechsel in der Frage, wo der Patriotismus der Deutschen am besten aufgehoben ist, und was sich neuerdings die Deutschen in Sachen Political Correctness alles herausnehmen dürfen. Die Kurswechsel der Politik werden natürlich, das muss man nicht laut sagen, nach wie vor weder von der Bild und schon gar nicht von ihren Lesern bestimmt. Die Bild-Zeitung versteht sich ja auch, bislang wenigstens noch, gar nicht als Organ eines gegen die Regierung gerichteten Volkspatriotismus. Ihre Kampagne ist ja eigentlich mehr als Warnung an die Adresse der Regierung gedacht, mehr als Warnung, denn als Aufruf zu ihrem Sturz. Deswegen ist ihre kalkulierte, journalistisch kalkulierte Freilassung des Volksfaschismus ihrer Leser auch primär ein Beitrag, als ein Beitrag zur nationalen Volkshygiene abzubuchen. Die Anerkennung der unzufriedenen Meinung als Methode ihrer politischen Befriedung und Einbindung. Na, das ist es. Und darin ist die Bild-Zeitung für jede deutsche Regierung nach wie vor von unschätzbarem Wert. Meinen Schlusspunkt lasse ich Angela Merkel setzen. Aus der Rede, die sie bei der Preisverleihung an den Vestergaard gehalten hat, als Schlusswort ein Satz: Ja, wir geben den Menschen eine Stimme. In politischen Parteien genauso wie in den Medien. Aber überzeugen wir sie gleichzeitig, dass es in unserem Land am wenigsten darum geht, was gesagt werden darf. Richtige Entscheidungen, Taten statt Worte, das führt zum Kern dessen, was notwendig ist. Okay, das war's. Wie immer jetzt
Einwände, Nachfragen, Kritik, Ergänzungen etc. Ja? Ich hätte vielleicht eine Frage. Ja. Die sogenannten Integrationsungeliebten. Wenn Sie die deutsche Sprache nicht sprechen, können wir ja im Umkehrschluss auch zum Beispiel das Thema Kapitalismus nicht lesen, unter anderem. Wie erreichen wir die? Oder ist das Lernen der deutschen Sprache sinnvoll? Oder aus linker Perspektive fragwürdig? Meinst du denn, dass das Lesen von dem Erziehung im Kapitalismus beiträgt zur Integration der Leute in diesem Land? Dann müssten wir es nämlich neu schreiben, ehrlich gesagt. Dann haben wir irgendwas verkehrt gemacht. Ja, mach mal. Weiter. Also ich war auch bei der Veranstaltung in Rosenburg und zu den Schlüssen von Deutschland am Ende. Und dafür ist es doch sinnvoll, nicht nur das Buch, sondern auch anderes entsprechende Literatur zu verstehen. Nicht nur Literatur, überhaupt die Position. Ich sag nochmal was, ich habe dir so flapsig geantwortet. Ich wollte dir sagen, sei mal vorsichtig. Deine Überlegung, sollten denn die Leute, die sich hier in diesem Land mit fremder Herkunft versuchen, über Wasser zu halten, sollten die nicht Deutsch lernen? Die solltest du nicht in Verbindung bringen. Jedenfalls solltest du mal vorsichtig sein in Sachen dieser Verbindung. Mit dem, was die Integrationspolitik der Regierung mit diesen Leuten vorhat. Die sagt Sprachkurse, meint aber Assimilationskurse. Übrigens, wenn du mal in die Verordnung reinguckst, mit der diese Integrationskurse begründet worden sind, dann steht das da brettelbreit drin. Die sagen, natürlich sollen die Deutsch lernen als Übernahme von den deutschen Sitten, von den deutschen Gesetzen, von den deutschen Lebensweisen. Das ist alles gar nicht mein Thema. Meine Frage war nur das Lernen der deutschen Sprache, ob das aus linker Perspektive sinnvoll ist oder nicht. Das kann man ja ganz einfach begründen. Da muss man nicht mit politischen Schlussfolgerungen. Ich kann auch so weit, Türkisch zu lernen. Oder mir ist das egal. Die Frage war nur, aus linker Perspektive sinnvoll, ja oder nein. Warum? Ich glaube, das Kapital ist inzwischen in 67 Sprachen übersetzt worden. In gewisser Weise kann man das gar nicht diskutieren. Wenn es das schmale Anliegen ist, sollen die Leute die deutsche Sprache lernen, damit sie in der alles, was man in der an Vernünftigen sich reinziehen kann, sich reinziehen können und ihre Wünsche äußern können. Da kann man auch nicht drüber diskutieren. Da kann man nur sagen, sollen sie halt machen. Wenn sie es hinkriegen und wenn sie das in ihrem in der Regel ziemlich beschwerlichen Lebensprogramm unterbringen, aber da kann man nicht drüber streiten. Das ist so eine. Dann würde ich es doch lassen in ihrer Stelle. Dann würde ich doch den Beitrag stehen lassen. Ja, bloß das hat mit linker Perspektive gar nichts zu tun. Und mit Integrationspolitik hat es überhaupt nichts zu tun. Das hat er aber selber ja gesagt. Das ist dann ein völlig neues Thema. Bitte. Ich glaube nicht, dass man so einfach von einer Sprache in die andere übersetzen kann, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube auch nicht, dass wir so einfach über kulturelle Hintergründe diskutieren können, wenn wir überhaupt nicht wissen, wovon wir da reden. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Er sagte nicht, dass wir uns auch ein Stück weit integrieren müssen. Also ich denke, hier sind ja auch viele, die genauso schreien würden, was weiß ich, Kopftücher ab und. Also so auf so einer ganz platten Ebene gibt es genügend, die da auch schreien und gar nicht wissen, warum sie schreien und was sie da eigentlich sagen. Also ich würde behaupten, ein Stück weit sollten wir uns vielleicht entwickeln. Also ich muss nochmal darauf hinweisen, erstens darauf hinweisen, ich habe den Sarrazin kritisiert, was der über Kultur, Prägung durch Kultur sagt. Und ich habe zweitens gesagt, welche Rolle die kulturelle Prägung innerhalb der demokratischen Ausländerpolitik spielt.
Worüber ich nicht geredet habe, ist, was ich von bestimmten Kulturen halte. Das ist eine ganz andere Frage. Da würde ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, in gewisser Weise zustimmen. Ja, wenn man sich die vornimmt, kritisch vornimmt, dann hat man da einiges gegen zu sagen. Wenn Kultur zum großen Teil durch Religiosität bestimmt ist, dann muss ich als fundamentaler Atheist sagen, das kommt für mich schon gleich überhaupt nicht in Frage. Das halte ich für einen ganz großen Fehler. Und wir müssen auch hier überhaupt nicht darüber streiten, dass die Art und Weise, wie in bestimmten muslimischen Abteilungen mit Frauen umgegangen wird, nicht zu ertragen ist. Da müssen wir doch gar nicht drüber reden. Aber wohlgemerkt, das ist nicht das Thema, was ich heute hatte. Die Frage, was ist an einer bestimmten Kultur dran? Abgesehen davon, dass die Sache mit der Kultur schon sowieso ein Haken ist, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, ist eine ganz andere Frage als die, die ich heute am Wickel hatte. Kultur vorgestellt, einerseits als Form der Prägung der Menschen, die ihren Willen außer Kraft setzt bei den Muslimen, und zum anderen als Auftrag, sich einer ganz bestimmten, nämlich der hiesigen Leitkultur zu unterwerfen. Das waren meine beiden Themen. Wie gesagt, und das andere ist eine ganz andere Geschichte. Das richten Sie da oben und unten bequem ein. Das machen wir doch genauso. Ein bisschen lauter. Nochmal, können Sie mal ein bisschen lauter reden, die hinten haben es nicht verstanden. Also ich denke, es wird sich oben wie unten bequem eingerichtet. Ob nun in der Politik oder bei den Intellektuellen oder eben Unterschicht, wie immer man das auch nennen will. Es wird sich allgemein bequem eingerichtet und von daher würde ich sagen, naja. Ich habe das Buch nicht gelesen und wie viel Scheiße da auch drin stehen mag, aber es hat auch zumindest stößt es etwas an und wir haben ja hier auch keine Idee, wie wir etwas ändern können. Sie sagten zu Recht, man muss etwas tun und ich finde, da fängt es doch dann erst an. Also ich muss sagen, so ein Urteil, wie Sie es gerade von sich gegeben haben, mit der bequemen Einrichtung oben und unten, erstaunt mich schon nach dem, was ich heute erzählt habe. Ich habe nämlich so ungefähr das Gegenteil erzählt. Die Unterschicht, der wird überhaupt keine Gelegenheit gegeben, sich in irgendeiner Weise bequem, das heißt mit einem einigermaßen zufriedenstellenden Leben einzurichten. Die werden überhaupt nicht in Ruhe gelassen. Das führt dazu, dass sie dann wiederum, das ist ja der aufgeregte kritische Patriotismus, andere nicht in Ruhe lassen. Das ist die eine Abteilung. Und selbst die da oben, wenn Sie mit denen da oben die Politik meinen, von bequemer Einrichtung, kann da auch nicht die Rede sein, obwohl ich die nur weiß Gott nicht bedauern möchte. Die haben es zu tun mit Problemen, die ihnen die Resultate ihrer eigenen Politik wieder vor die Füße werfen. Und mit denen müssen sie umgehen, ganz abgesehen von der Finanzkrise. Also die Sache mit der bequemen Einrichtung trifft eigentlich das, was ich heute sagen wollte, überhaupt nicht. Der Unterschied ist doch auch sehr viel eigentümlich. Mal ist sie 2 Millionen groß, mal ist sie 6 Millionen groß, dann ist sie wieder 4 Millionen groß. Und nach der Abteilung Einrichtung und dieser Sichtweise radikalisiert beim Sacharziehen. Grund dafür, dass man in der Unterschicht ist, liegt bei den Leuten selbst in ihrer Einstellung. Die Verwechslung also von dem, dass man ja nicht zur Unterschicht geboren wird, beziehungsweise sich entschließt, Unterschicht zu werden, indem man sich einrichten will, sondern wie das Lebenszuständige etwas auch damit zu tun hat, ob man gebraucht wird, ob man über Einkommen verfügen kann, ob man eigentlich in dieser Gesellschaft über Geld verfügt oder nicht Geld verfügt, ob man einen Arbeitsplatz hat oder nicht, entscheidet ja ein Stück, oder was heißt ein Stück, entscheidet ja grundsätzlich darüber, wo man sich wiederfindet. Hartz IV ist ja nicht etwas, was man sich aussucht, sondern Hartz IV ist halt die Konsequenz davon, dass man nicht mehr vom Unternehmen gebraucht wird. Und dann geht der Staat mit einem so um, dass er eigentlich in ein Verhältnis setzt, wo man halt nicht leben oder sterben kann.
Konjunkturen, es müssen ja eigenartige Konjunkturen sein von dummen und klugen Menschen, von Nützlingen und Schädlingen in dieser Gesellschaft, die sich kurvenmäßig durch die Welt bewegen. In jedem Jahr gibt es mal so viel Summe und im nächsten Jahr so viel Summe. So schnell werden sich die Menschen ja wohl nicht von dumm zu klug entscheiden. Also ist die Charakterisierung davon, dass man sich in einer Schicht einrichtet, eigentlich schon eine falsche Sichtweise auf das, was mit Menschen in dieser Gesellschaft geschieht, wovon das eigentlich abhängig ist, dass man unterschiedlich ist. Das trifft natürlich für die Ausländer genauso, wenn nicht sogar erst recht so. Große Teile der Ausländer, je nachdem welchen Status sie hier staatlich verpasst bekommen haben, sind entweder davon bedroht, dass ihnen die Arbeitserlaubnis entzogen wird, dass sie ausgewiesen werden, dass sie eingesperrt werden oder sonst was. Bequeme Einrichtung. Ein Zusatz noch. Das, was ausgeführt wurde über das Verhältnis der deutschen Unterschicht zu den Ausländern, da findet man genau die Konstruktion ja auch wieder. Diese Urform des Umdrehs, das, was mit Leuten, mit Personen passiert, was ihnen durch andere Institutionen angetan werden, Unternehmen und Staat zur Eigenschaft der Leute zu verfahren, dass immer in dem Stand, in dem sie sich wiederfinden, an ihnen dann Eigenschaften entdeckt werden, dass das auch wichtig ist, dass sie sich dann wiederfinden. Die Konstruktion geht von Arbeitenden zu Arbeitslosen und die geht von deutschen Arbeitslosen auf deutsche, auf ausländische Arbeitslose. Dass die Konstruktion immer heißt, diejenigen, die sich dort wiederfinden, die wollten das in dem Sinne, sie haben sich eingerichtet. Da muss man mal auf eine Perfidie hinweisen. Den Leuten wird das Schichtenschicksal eingebrockt. Durch den Arbeitsmarkt, sage ich mal jetzt ganz schlampig. Und durch den Sozialstaat. Jetzt schaffen die es glattweg in dieser überhaupt nicht bequemen Lage, sondern in einer Lage von dauernder Not, sich einzurichten. Übrigens, wenn ich was gegen die habe, dann das. Das mag ich nicht an ihnen. Dass sie sich noch in der übelsten Lebenslage, die ihnen angedreht wird, einrichten. Aber die Perfidie besteht darin, die richten sich in dieser unbequemen Lebenslage ein und dann wird ihnen daraus ein Strick gedreht. Dann wird auf sie gezeigt, schau sie dir doch an. Bloß weil sie nicht aufständisch werden, wird gesagt, dann wollen sie auch nichts anderes. Das ist eine Perfidie. Das ist übrigens die Grundlage dafür, dass die Regierung sich im Umgang mit denen eine Sorte von Bequemlichkeit leisten kann, die heißt, wir gucken mal, was wir denen alles zumuten können. Das, was ich in meinem Vortrag als Dauertest charakterisiert habe, Sozialpolitik als Dauertest, basiert auf dieser Sorte ärgerlicher Form der Einrichtung in Armut, in Elend, in Armut und in Elend. Übrigens, wie man diese Einrichtung hinkriegt, dafür haben wir, Jonas und ich, das letzte Mal in dem Vortrag hier, als wir über Bildung und Bildungsinhalte geredet haben, einiges erzählt. Zum Beispiel kriegt man die Einrichtung immer wunderbar hin, indem man gelernt hat, die logische Kategorie des Vergleichs zu benutzen. Immerhin noch besser als. Das ist eine Tour. Und die andere Tour ist, man kann sich in falscher Kritik einrichten. In falscher Kritik diese Sorte von aufmüpfigen Stammtischpatriotismus. Die da oben machen doch sowieso, was sie wollen. Das ist die Sorte aufmüpfigen Stammtischpatriotismus, mit dem sie sich einrichten in ihrer Lage. Das Einrichten ist dann nicht Ja sagen zu ihrer Lage, sondern getrennt davon durch den Standpunkt des
in deutschen Sachen Auskennertums, Ausblickertums zurechtzulegen. Eine dritte Abteilung ist das, was ich vorhin gesagt habe über die Form des kritischen Patriotismus, der denn wirklich mal sagt, hallo Regierung, so geht's aber nicht. Da wird ja auch nicht die Lage angegriffen. Da wird ja nicht ihr Elend angegriffen. Da greifen Sie nicht ihr Elend an, sondern greifen Sie umgekehrt vom Standpunkt Ihres kritischen Patriotismus die Glaubwürdigkeit der herrschenden Regierung in Sachen Bedienung Ihres Patriotismus an. Auch eine Form der durchaus kritischen Form der Einrichtung in Ihrem Elend. Nichts dagegen. Das ist schon sehr ärgerlich. Ich möchte auch mal da, wenn es um die ausländischen Leute geht, ja, und um deren Kultur. Auf die Religiosität zum Beispiel der Muslime wird gezeigt. Nie, um mal zu sagen, guckt euch mal diese Leute an, da könnt ihr sehen, was der Marx gemeint hat, die Religion ist das Opium für die armen Leute. Nie, es wird nie denen vorgeworfen, dass sie in ihrer Gottesfurcht und mit ihren Familiensitten jetzt auch noch den Dreck bewältigen, den ihnen Deutschland antut. Das wäre ja Religionskritik. Da wird ja glattweg rauskommen, dass diese Parallelgesellschaften dem deutschen Sozialstaat dauernd was ersparen. Aufstand sowieso, aber auch noch Unordnung. Ja? Stattdessen wird doch bloß eins darauf hingewiesen, wie die sich einrichten in dem, was ihnen angetan wird, eingebrockt wird als Lebenslage. Entdecke ich aber nicht die landestypischen Opiumformen. Die trinken Tee, statt sich zu besaufen. Das ist ja unerträglich. Ja, aber da kriegen sie mindestens noch Kinder, ne? Denn zu viel Alkoholismus, wir vernichten uns doch selber durch unsere Abschneiden uns natürlich. Gott sei Dank. Das machen wir doch ganz, ganz einfach. Wir brauchen nicht beschnitten werden. Jetzt verwechseln Sie kulturell aber das Beschneiden mit dem Kastrieren. Also wir kriegen das ganz wunderbar hin. Aber mir schmeckt erstens das Bier nicht. Und zweitens möchte ich mal wissen, was Sie eigentlich gegen dieses ganz kleines bisschen zivilisatorische Errungenschaft und Freiheit haben. Zivilisatorische Errungenschaft und Freiheit haben, dass sich Frauen und Männer heute glattweg aussuchen können. Natürlich auch schon wieder gegen einen kleinen Obolus, aber der ist verschmerzbar. Ob bei dem bisschen Freude, was man im Geschlechterverhältnis sich so leisten kann, ein Kind rauskommt oder nicht. Was haben Sie da eigentlich dagegen? Wollen Sie wirklich den Leuten diese Freiheit nehmen jetzt mit dem Argument, dann würden wir weniger? Wovon sprechen Sie denn? Ich habe gesprochen von Psychopharmaka und Alkohol, wo sich diese Auslese doch alleine regelt. Wovon sprechen Sie denn? Sie haben offenbar eine Sorge, die ich nicht teile. Ich habe keine Sorge. Sie haben eine Sorge vorgetragen als Maßstab dessen. Sie sagen nicht, der Psychopharmaka nimmt, der tut sich keinen Gefallen. Sie haben eben von Tee gesprochen, der ist doch dann... Ne, ich hab das sondern Sie gemacht, sagen, Sie Psychopharmaka... Sie finden an Psychopharmaka zu kritisieren, dass uns der Mensch, der das Zeugs nimmt, uns allen, dem großen Wir, dann glattweg eine Leistung schuldig bleibt, nämlich die Leistung, die Deutschen zu vermehren. Das ist eine Sorge, die kann ich nicht teilen. Deswegen habe ich dagegen polemisiert und habe gesagt, warum wollen Sie eigentlich den deutschen Frauen und Männern die Freiheit zu nehmen, das selbst zu entscheiden? Das regelt sich alleine. Was denn? Was regelt sich alleine? Dass wir irgendwann mal meinetwegen nicht mehr sind, das spielt ja auch nicht so eine große Rolle. Deutsch oder nicht, aber Mensch wird ja vielleicht noch eine Weile. Ja, aber er hat doch gerade gesagt, machen Sie sich mal den Maßstab klar, den Sie da in Ihrer Rede anwenden. Wir betrachten das nicht davon, dass ein Mensch halt von mir aus Alkohol und Drogen und Psychopharmaka nimmt und dann vielleicht kein Kind mehr kriegt, das ist halt wirklich erstmal seine Sache.
sondern das betrachten Sie nicht als seine Sache. Ja, merken Sie nicht, dass Sie da diesen Standpunkt der nationalen Bevölkerungspolitik auch haben? Das kann einem doch das kann einem doch brutal dort am Arsch vorbeigehen. Ich wollte noch eine kleine Sache sagen zu dem Gesichtspunkt Einrichten. Die Demokraten sind hinsichtlich der Beurteilung ausländischer Kulturen durchaus von einem gewissen Realismus beseelt, an dem sie ihre Ausländerfeindlichkeit dann auch mal wieder relativieren. Zum Beispiel habe ich noch im Ohr, wie unser jetziger Finanzminister Schäuble vor einiger Zeit gesagt hat, er würde die ausländischen Großfamilien sehr schätzen. Sehr schätzen. Warum würde er sie sehr schätzen? Weil sie zum großen Teil den Sozialstaat überflüssig machen. Der Zusammenhalt, die Solidarität innerhalb dieser patriarchalischen oder matriarchalisch, ist mir jetzt wurscht, konstruierten Großfamilien, ersetzt glatt große Teile des Sozialstaats. Da gibt es einen Verdiener und der muss alles abliefern und davon kriegen denn die Kinder ihren Zwieback und die Großen kriegen ihren Tee. Nur als Unterstützung bei der Prekariatsdebatte war das richtig ein Argument, dass man an den Alltagskulturen der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger entnehmen kann, wie man das hinkriegen kann, ohne immer auf Zuschuss und Hilfe vom Staat zu gucken, sich ordentlich zu benehmen in dieser Gesellschaft. Das hat der Beck genauso damals beherrscht wie von mir aus der Schäuble. Ja. So ist es. Da waren Sie auf einmal das große Vorbild in Sachen Zurechtkommen in der beschissensten Lage, die man konnte. Diese am Realismus relativierte Ausländerfeindlichkeit findet sich hier nicht. Ja, ist Schluss aus. Bei allen Identitäten, die wir herausgefunden haben, in den grundsätzlichen Fragen, ne, da ist er knallhart.